Moment mal, ihr unverschämten Lausjungs. Seit wann bin ich denn für euch das Luischen? Für euch bin ich noch immer das gnädige Fräulein. Ja, oder Fräulein Schumpo, weil sie ja doch bloß zum Aufpassen hier hingesetzt worden sind. Also diese Unverschämtheit werde ich sofort meiner Frau Mama melden. Ja, weißt du, ja, in Klatschen und Ratschen waren sie ja schon immer gut, ne? Ihr unverschämten Lausjungs. Die Alte, ich heb euch gleich nach Klotzchen-Stundenlöhne. Mami! Schätzchen! Also ich kann mir die Behandlung von diesem Werner unmöglich bieten lassen. Werner herkommen! Was hat er dir getan? Er hat mich soeben auf das Tödlichste beleidigt. Schon wieder dieser Werner. Meisterin! Na. Frau Meisterin, verstanden? Wegen einer tödlichen Beleidigung meiner gnädigen Luise bist du hiermit gekündigt. Du kannst direkt aufhören. Gekündigt? Jawohl. Erstens hat darüber der Altgesell Hans Lindner zu entscheiden. Zweitens haben sie eine Kündigungsfrist einzuhalten, und zwar schriftlich. Drittens ziehe ich zur Gewerkschaft und viertens kriege ich neue Stellen mit Handkuss. Lehrlinge sind nämlich verdammt knapp. Im Übrigen hab ich von ihnen die Nase voll. Ist das so? Ich kündige. Ich hau in den Sack. Hast du das jetzt wieder gehört? Ich hab's gehört. Er haut in den Sack. Also diese entsetzlichen Ausdrücke töten mich, Mami. Oh Jotte, mein arm Kind. Weißt du was? Je lieber rauf auf unsere vornehme Privatetagere. Hier unten, da lädierst du mir noch deine feine französische Pensionsbildung, die mich so klotzig viel Geld gekostet hat. Mami. Aber das? Wo lässt du mich leben? Also wenn das meine Erzieherin wüsste, sie würde ewig zürnen mit dir. Hör aber auf, Luisin. Gerade deine Erzieherin, die hat doch klotzig viel Geld von mir geschluckt. Aber Mami, wie sprichst du denn schon wieder? Kind, nur ramponier mich nicht. Ach, sonst krieg ich wieder meinen vornehmen Anfall. Du weißt doch, dass ich seit kurzem an einem chronischen Herzklaps leide. Ja. Seitdem ich mich ein Hausarzt leisten kann. Mir, Mami, mir. Ja, dir auch. Dir fehlt doch jeden Tag was anderes. Oh Gott, wie gewöhnlich du wieder bist, Mami. Ach, was ist das? Oma, guck mal, was sie kriegt da. Oh, ein ganzer Mark, her damit. Oh nein, die hat mir da umgebracht, Mämmchen. Da umgebracht, da hat mit mir gewettet, dass ich nicht wüsste, wer beim FC mitgespielt hat, als sie noch am Gewinnen waren. So? Da hab ich ihm aber gesagt, das waren eben der Pott, der Reck, der Bettes, der Wilden, der Sturm, der Thielen, der Schäfer, der Müller, der Hofrat und der Hornisch. Da hab ich meine Marke gekriegt. Hier, also mein Gott, wieso schrei doch nicht so ordinär laut. Ach du, du ärgerst dich ja bloß, dass ich keine Marke gekriegt hab, weil die Großmutter sich einzieht. Bist du noch wieder raus, du Brötchenpacken? Aber ja. Mami, mach dir doch die Finger an, so etwas nicht schmutzig. Sieh dir das an, ach, wie langsam die Kadetten wieder arbeiten. Ach, der Hans ist ja auch kein richtiger Altgeselle. Also er fliegt raus. Ja, Mami, bei deiner angegriffenen Gesundheit solltest du dich überhaupt nicht mit diesen Leuten herumärgern. An deiner Stelle würde ich die Schlosserei besser verkaufen. Das mache ich auch, Kind. Hm? Sobald einer kommt und anständig bezahlt, ist er weg. Ja, aber wenn Hans wirklich sein Patent bekommt, dann könnte er sie doch übernehmen. Sag, bist du verrückt? Wieso? Oh, nee, dem muss man mal erst das viele Geld wiedergeben, weil ich in seine Patentmotore reingepulvert hab. Und all das viele Gas und die Modelle. Och, und dann noch die teuren Zeichnungen, die der Herr Ingenieur Kirschner gemacht hat. Jawohl, und was das allein gekostet hat, wo der Mann jeden Tag zum Essen hier gewesen ist. Aber Mami, sei doch nicht so entsetzlich kleinlich. Aber ich fürchte, dass der Kirchner so selten zu uns kommt, weil er sich beleidigt fühlt. Wegen mir vielleicht? Ja, nur schlag doch einer lang hin, den noblen Nassauer. Ja, bitteschön, dem habe ich das Beste und das Feinste zu essen vorgesetzt. Vorgestern so ja zum Frühstück geräucherte Gänsebrust. Och, und überhaupt, wenn der noble Pinsel bei dir nicht anbeißt, ziehe ich dir die ganze Unkosten von der Mitgift ab, nur weißt du Bescheid.
Aber bitte, Mami, über diese lumpigen Paters mag überhaupt noch ein Wort zu verlieren. Ja, aber Luise, sind wir. Nur hört das mal. Nee. Es ist eine Katastrophe, wenn man so eine gebildete Tochter und keine Verwendung dafür hat. Warum bin ich nicht Luvischen von der Oma Schuhmacher? Um Gottes Willen, da hätte sie ja auch einen Knall. Lass das Haus die Oma nicht hören. Oh, dann lackiert die wieder der wilde Mann. Tschüss, Entchen. Ich muss dir retten von so. Pass auf, dass der Onkel Hans euch nicht erwischt, wenn ihr schon wieder bei der Arbeit raucht. Ach, der ist doch ja nicht da. Der ist auf dem Patentamt. Tschüss. Mein Gott, der ist noch auf dem Patentamt. Das kann schon wieder was passiert sein. Anne, sieh mal zu, ob du den Hans, den Bummler, nicht finden kannst. Aber bitte, Tante, Hans bummelt doch nicht. Wenn er fertig ist, kommt er schon wieder. Ach, nirgendwo kriegt doch ein Altgeselle so viel Geld wie der Hans bei mir. Na, und bei deiner 80 Mark Pensionat im Monat? Ja, das Licht, Heizung und alles. Leg ich doch noch Geld zu. Ich weiß ja, Tante, aber ich hoffe, dass ich bald mehr verdiene und dann kann ich dir auch mehr Kostgeld bezahlen. Natürlich. Du bist wieder beleidigend und auf der Schlipse getreten. Ist doch Unsinn. Ihr seid meine Verwandten und ich schleppe euch mit durch. Aber das sag ich dir, Freundchen. Kinkerlitzchen lasse ich mir von euch keine vormachen. Aber das will ich doch gar nicht, Tante. Nur, bitte sei mir nicht böse, aber du bist in letzter Zeit so schrecklich nervös. Seit die Luise wieder hier ist. Ja, das weiß ich. Mein Luischen, die habt ihr hier alle auf dem Kieker. Aber das ist hier diejenige welche. Und wenn sie alle rausfliegen, vom Schlosserstift angefangen bis zum Altgesell. Ja, was ist das? Ja, das Kind raucht. Nur sieht sich das einer an. Ja, willst du mal ziehen? Also, wenn ich dich kriege, dann bist du verloren. Ich bloß nicht auf, sie haben bloß Schokolade. Seh es dir an. Nichts für zwei Pfennig Zucht ist mehr unter den Kadetten. Seit dein Bruder an dieser blödsinnigen Erfindung rumdeichselt. Ach, Tante, ist ja nun bald fertig. Und diesmal klappt es, das weiß ich ganz bestimmt. So, und wenn das Ding wieder nicht läuft und wieder in der Luft fliegt wie das erste Modell, was dann? Das tut es nicht, Tante. Ich habe heute Nacht heimlich hinter der Werkstatttür gestanden und gesehen, wie das Ding einwandfrei funktionierte. Und Hans, der hat gestrahlt wie ein König. Herein. Sonderlich hoch, verehrte Frau Schumacher. Aber nee, Herr Fritsche, Sie stören nicht. Herr Fritsche. Herr Fritsche! Ja, Frau Schumacher. Haben Sie da die Tür aufgelassen? Ja. Machen Sie zu, schnell. Da lässt er die Tür auf. Wo das Öl doch so klotzig teuer ist. Ist sie zu? Ja, und wie? Dein Glück, Freund. Also, Sante, schau doch mal lieber nach, wo der Hans geblieben ist. Tja, sagen Sie mal, hochverehrte Frau Schumacher, warum läuft die Vollende denn nun wieder so schnell weg? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat sie eine Schreck gekriegt über ihre noble Aufmache. Ja, Herr Fritsche, was ist denn nur eigentlich los? Das 50-jährige Jubiläum, das ist doch erst morgen. Ja, allerdings, hochverehrte Frau Schumacher. Bitte schön, nehmen Sie Platz. Ja, danke sehr. Bitte sehr. Aber da ich in Erfahrung gebracht habe... Herr Brünsche, setzen Sie sich doch. Ja, danke sehr. Bitte sehr. Aber da ich in Erfahrung Herr gebracht... Herr Brünsche, nun nehmen Sie doch Platz. Ja, danke schön. Aber da ich in Erfahrung... Setz dich! Was hast du denn in Erfahrung, Joachim, sag ja, mir? Da ich in Erfahrung gebracht habe, dass ich demnächst höchstwahrscheinlich in eine hütere Gehaltsklasse kommen werde, hat es mir so schön vorgestellt, das Jubiläumsfest mit einer lieben Braut feiern zu können. Och Gott, Herr Fritsche, also ich habe wirklich nichts dagegen. Sagen Sie mal, Sie, wenn Sie da vielleicht an mein Luischen gedacht haben, da sind Sie aber schwer auf dem Holzweg. Die kriegt der Herr Ingenieur. So, so, der Herr Ingenieur. Och, das freut mich aber ungemein. Nee, ich hätte auch gar nicht gewagt, an die Fräulein Luise zu denken, obgleich es für mich eine sehr hohe Ehre wäre. Und ich demnächst höchstwahrscheinlich in eine hütere Gehaltsklasse ja, kommen ja, werde. Ja, und gute Marie, ach ja, die ist so gut wie versorgt. So. Die kriegt der Onkel Kistemacher. Was, der Onkel ja. Kistemacher? Ach, das freut mich aber. Nee, ich hätte auch gar nicht gewagt, an die Fräulein Marie zu denken. Ja, na also, mehr Töchter habe ich doch nicht. Oder haben Sie vielleicht mir zugemutet, die liebende Jubiläumsfrau zu sein?
Nee, Gott behüte. Was? Ich meine, Gott behüte mich vor so viel Glück. Aber ich meine, vielleicht wäre die Fräulein Enne so freundlich. Ach so, der Enne haben sie auf der Frisur. Tja, darüber habe ich ja nicht zu bestimmen. Da hat mein Altgeselle drüber zu sagen. Und der ist nicht zu Hause. Ach so. Ja, dann warte ich lieber draußen wie vor Sie der wollen. Tür. Wiedersehen, Frau Schumacher. Wiedersehen. Herr Rötsch, Frau Schumacher. Bitte lassen Sie meine Möbel stehen. Ja. Entschuldigen Sie vielmals, ja. Frau Möbel. Die sind so leicht da drinnen. Ich muss doch mal sehen, was Sie da machen. Ja, ist es denn möglich? Da steht die Bande wieder und raucht die teuren Zigaretten. Man sollte es nicht glauben. Mein Gott, hab ich einen Schreck gekriegt, dass der Hunger leider vielleicht noch in meine Familie rein wollte. Stundenlang. Also, Mami, diese Schreierei macht mich einfach ganz verrückt. Ja. Das ist entsetzlich. Bekleckert ihr nur nicht dein vornehmes Labadörtchen. Marie, menageriere dich. Mama, was ist das? Das weiß ich nicht. Ich, überhaupt, was fällt dir denn ein? Wie gehst du mir denn mit meinem Luischen um? Benimm dich mal ein bisschen. Ist gut, Mama. Du kannst mich ja auch mal in ein französisches Pensionat stecken. Da spreche ich auch durch die Nase. Mami! Das ist ja Unsinn. Auf alle Fälle heiratst du der Onkel Kistemacher. Der habe ich extra wegen dir zu Besuch kommen lassen. Was sagst du dazu? Ja, dann lass ihn mal kommen, der Schweinekopf. Der Schweinezüchter, der tanzt auch wieder ab, wenn ich ihn nicht nehme. Ja, sag mal, Kind, bist du denn verrückt? Der Mann, der ist doch ein Schweinezüchter en gros. Oh, Mami. Ja? En gros. Oh, sagt man jetzt so? Der Mann ist Schweinezüchter en gros. Du solltest froh sein, wenn du mal einen Mann findest, der dich mit deinem kleinen Karlemann nimmt. Mama, das konnte ich mir ja denken, dass du mir wieder mein Kind, meine kleine Karlemann auf mit Butterbrot schmierst. Aber damit kannst du mich schon lange nicht mehr treffen. Na schön, da habe ich eben Pech gehabt mit seinem Vater. Da bin ich eben eine geschiedene Frau. Das passiert 100 anderen auch. Aber wenn es mit dem klappt, den ich jetzt auf dem Kicker habe, der nimmt mich. Und wenn ich nur ein halbes Dutzend von der kleinen Karlmensch habe. Mami. Liebling. Also wenn das meine lieben Freundinnen hören, sie würden aber uns die Nase rümpfen. Ja, dazu haben sie auch allen Grund. Denn du und deine Mami, ihr habt doch alle zwei davon
französische Pensions, Lütütü. Oh. Was haben wir? Haha, hast du das jetzt gehört? Jawohl. Wir zwei, wir hätten doch Lütütü. Also, Mom, ich bin empört, ich gehe. Aber okay, sofort. Riech dich nicht auf. Geh du raus und leg dir ein bisschen auf der Knautsch gehen. Marie? Marie, sieh mal. Extra wegen dir habe ich der Onkel Kistemacher zu Besuch eingeladen. Du weißt doch selbst, wie teuer heute alles ist. Du gehst doch selbst einkaufen, nicht? Ach, den nimmst du, das weiß ich nicht. Nee, Mama, den nehme ich nicht. So, den nimmst du nicht? Nee. Gut, dann kommst du dein ganzes Leben nicht mehr auf meine vornehme Privatetagere. Eine Wesen dazu heiraten. Ja, aber dich vielleicht. Annie, ich hüpf ja so leicht nix und klatsch. Aber seit du bei dem Kirchner auf dem Büro arbeitest, da wird allerhand gemunkelt. Na, das frage ich überhaupt nicht. Nee, du nicht, aber deine Bruder Hans. Ach, der schlägt dem Kerl alle Knochen im Leib kaputt, wenn er dir einen Vogel in den Kopf setzt. Komm, Annie, sei vernünftig und halte Ohren steif. Ja? Für ein armes Mädchen. Einfach und solide. Für das dauernde Hausgebrauch. Verzeihen Sie, meine Damen. Ist der Hans nun nach Haus gekommen? Nee, Herr Futsche, der Hans ist noch nicht da. Aber verschonen Sie den Gegenstand Ihrer Liebe noch ein bisschen. Und stellen Sie das Blümchen in das Wasser, damit es nicht verwelkt. Marie. Meine Damen, ich habe in Erfahrung gebracht, dass ich demnächst höchstwahrscheinlich in eine hütere Gehaltsklasse kommen werde. Siehste Engel, der Mann wird nochmal Prokurist bei Senator. Nee, das gerade nicht. Nee? Aber ich habe mir ausgerechnet, dass ich dann sehr wohl eine liebe Frau ernähren könnte. Und dass ich in der Lage wäre, ihr täglich 6,75 Mark Wirtschaftsgeld zu geben. Oh, bitte, meine Damen. Gas, Licht, die Tageszeitung und etc. pp. Zahle ich natürlich extra. Ah ja, dann ist eine gute Partie. Und ich wäre auch noch in der Lage, täglich 69 Pfennig zurückzulegen. Für den Fall, der ja immerhin mal eintreten könnte. Dass wir unser bescheidenes Familienglück um ein Mitglied vermehrt sehen könnten. Sparen Sie nur weiter, Sie wandelndes Sparschwein. Ja, sagen Sie mal, Fräulein Marie, warum läuft die Vollendete nun wieder so schnell weg? Junge, Junge, Herr Frösche, Sie sind aber auch ein zu dummes Luder. Wenn Sie so weitermachen, kriegen Sie Ihr Lebtag kein Frau mit. Naja, aber wenn Sie mich doch dabei gütigst unterstützen würden, das wäre doch so schön. Ist gut, Herr Frösche. Jetzt warten Sie hier mal einen Augenblick und dann zeige ich Ihnen mal, wie man das macht. Ja. Karlemann! Karlemännchen! Ja, und was soll ich denn? Also, pass mal auf, wenn du den Onkel Hans siehst, dann sagst du, mein Staubsauger wäre kaputt, der tätet nicht mehr. Onkel! Karlemann! Bumm! Na, großer Kollege, schon Feierabend? Nein, aber die Mama ist schon lange da! Tag, Marie. Tag, Hans. Oh, Tag, Karlemann! Tag, lieber Hans. Mensch, du siehst aber prima aus, ja. Du. Die schöne Rose, die du da hast. Ja. Was, Rose? Mhm. Aber Hans, das ist doch eine Chrysantheme. Nein, Hermann, das ist eine Rose. Nein, Hans, du irrst nicht, das ist eine Chrysantheme. Also, Hermann, wenn ich dir sage, das ist eine Rose, dann ist das eine Rose. Und wenn ich dir sage, Hans, das ist eine Chrysantheme, ist das eine Chrysantheme. Wie wird denn Chrysantheme geschrieben?
Ja, du hast recht, ist doch eine Rose. Weißt du, du siehst aber wirklich prima aus. Weißt du, wie du aussiehst, Hermann? Als wolltest du auf Brautschau gehen. Oh, Hans, Hans, mach nicht kaputt. Der wird noch gebraucht. Hm? Ja, ich hätte gern erstmal mit der Fräulein Marie unter vier Augen gesprochen. Oh, sieh mal einer, guck, ihr zwei, da darf man wohl gratulieren, was? Oh, Hans, du bist wohl verrückt. Ich denke, ich kriege doch noch woanders mein Teil. So, jetzt muss ich aber gehen. Tschüss, kahle Menschen. Tschüss, Hans. Tschüss, Marie. Kommen Sie, Herr Frösche. Jetzt bringe ich Ihnen unterwegs mal bei, wie man Süßholz rastet. Ja. Du, Hans, Hans. Ich habe in Erfahrung gebracht, dass ich demnächst höchstwahrscheinlich in einem... Oh, was muss ich jetzt vorne sagen? Ja, wäre das schön? Dann könntest du mir nämlich fein helfen. Ich bin mir nämlich ein prima Jokard am Bauen. Jokard baust du dir? Wo hast du das denn? Zeig mal. Hast du den Werkzeug? Aha. Komm gleich. Hält mein Herr Altgeselle es auch noch mal für nötig, nach Hause zu kommen, ja? Natürlich, Frau Meisterin. Hast du Sehnsucht nach mir verspürt? Oh, als ob das ein Abend weiß wer. So lange aus der Werkstatt fortzubleiben, wo hier alles drunter und drüber geht. Na, haben die Burschen mal wieder nicht pariert? Das sag ich dir. Rausschmeißen tue ich sie alle. Wenn Sie mir meine Luise beleidigen. Na, Tante, das Rausschmeißen ist heutzutage nicht so einfach. So. Wo willst du so schnell neue Leute hier haben? Übrigens, unsere Leute sind in Ordnung, Tante. Aber wenn die meine Luise auch beleidigen... deine Luise, soll doch deine Luise gefälligst oben in ihren vier Wänden bleiben. Die hat hier unten überhaupt gar nichts rumzuschnüffeln. Also hier führe ich das Wort, solange ich Altgeselle bin, wie es ausgemacht ist, Tante. Meinst du? Hm, das meine ich. Na, die längste Zeit hat das ja gedauert. Damit du weißt, ich verkaufe. Du verkaufst? Jawohl. Sag mal, das hat auch wieder deine Luise da oben ausgeheckt, was? Da ist ja gut, da weiß ich ja in Zukunft, was ich zu tun habe. Aber hör mal, Tante, hättest du bei dem Verkauf nicht in erster Linie an mich denken müssen? Du weißt ganz genau, wie ich hier an der alten Bude hänge, in der ich mal vom Onkel das Handwerk gelernt habe. Du? Mhm. Ich möchte mal gerne wissen, wo du all das Geld hernehmen willst. Na, ist ja schon gut. Übrigens danke ich dir für die Freude, die du mir zum Jubiläum bereitest. Jungs, Feierabend! Keine Feierabend. Bitte schön, da fehlen noch 5 Minuten. Außerdem ist ja heute der ganze Tag noch nichts geschafft worden. Ja, hör mal, Tante, bin ich hier Altgeselle oder du? Und wenn ich sage Feierabend, Junge, dann ist doch Feierabend. Ja, so eine fresche Kerl ist mir ja noch nicht vorgekommen. Dann bezahlst du mir aber auch den Verlust, den ich an der klotzige Stundelöhn hab. Ja, und du mir meine Überstunden, wenn du das so anfängst, Tante. Also los, Leute, Feierabend. Macht, dass ihr rauskommt, eure Bräute warten. Ja, ja, sowas möchte man meistern. Ja, natürlich. Tschüss, Hans, mach's gut, bis morgen. Tschüss, Fritz. Tschüss, Hans, lass dich nicht fallen, ne? Tschüss, Hans. Schmiss dich alle Hosen. Tschüss, Hans. Tschüss, Werner. Leg die Alte mal über den Amboss. Also Weiberwirtschaft könnt ihr oben in eurer vornehmen Privatetagere machen. Bei mir hier unten nicht. Mir scheint, der ist dein Wassermotor in der Kopf gestiegen. Ja, mir scheint dir der Größenwahn. Seitdem deine Luise mit diesem Ingenieur Kirchner rumschlawenzelt. Gott sei Dank, wir können uns was Feines, Akademisches leisten. Da weißt du, den akademischen Stümper kann ich dir von ganzem Herzen kannte. Was du nicht sagst. Wo wärst du denn geblieben, wenn er dir die Zeichnungen nicht gemacht hätte? Hm? Du hast doch wohl keine Ahnung. Also wenn du wüsstest, was die für eine Schufterei mit mir gemacht haben, dann würdest du ganz anders über diesen sauberen Ingenieur sprechen. Es hat geklopft. Ich habe es gehört. Herein. Oh, was sehe ich denn da? Der Herr Senator kommt persönlich selber. Guten Tag, meine verehrte Frau Schumacher. Ich hoffe, nicht allzu sehr zu stören. Aber ganz und gar nicht. Ach, wenn der Herr Senator vielleicht auf meine vornehme Privatetagere hinaufklimmen wollten. Oh, es ist sehr nobel bei uns. Danke, verbindlichste, meine liebe Frau Schumacher. Ein andermal recht gerne. Mein Besuch gilt heute ausschließlich Ihrem Neffen und Altgesellen Hans Lindner. Sie haben doch einen Augenblick Zeit für mich, Herr Lindner. Natürlich, wenn es sich hier unten abmachen lässt, herzlich gern. Aber selbstverständlich, bleiben wir in Ihrer Werkstatt. Sie sind ein Mann der Arbeit, den ich zu schätzen weiß. Danke sehr, Herr Senator.
Hast du das gehört, Tante? Den er zu schätzen weiß, das hast du natürlich längst verlernt. Schwing ab! Wenn der Herr Senator vielleicht nachher auf meine vornehme Privatetagere hinaufklimmen wollten, meine französisch gebildete Luise, die würde ja überglücklich sein. Herr Senator, ich werde inzwischen ein Köpfchen Tee parat fummeln. Wenn ich bitten darf, Herr Senator. Danke. Sie interessieren sich also für meinen neuen Motor. Na, du, wer sagt... Oder soll ich mich geirrt haben? Nein. Nein, Sie haben sich nicht geirrt. Herr Lindner, spielen wir doch mit offenen Karten. Als Fabrikant unterhalte ich permanente Beziehungen zum Patentamt. Ich bin also über Ihre neue Erfindung bestens informiert. Der Motor gefällt mir, scheint geeignet für die Serienfabrikation und ich bin nicht abgeneigt, das Patent zu erwerben. Ja, langsam, langsam, Herr Senator. Bevor ich verkaufe, muss ich das Patent doch erstmal selber haben. Natürlich müssen Sie das. Übrigens recht unglücklich für Sie, dass kurz vor Ihrer Patentmeldung eine frappierend ähnliche Erfindung angemeldet wurde. Ja, da würde ich Ihnen doch raten, sich zuerst einmal mit dem anderen Herrn Erfinder in Verbindung zu setzen. Na, na, nicht so hastig, junger Freund. Ich habe ja nicht nach der anderen Erfindung gefragt. Nach Ihrer ausschließlich... Ja, aber die andere Erfindung wäre weitaus vorteilhafter für Sie, da ich doch vermute, dass Sie genauestens orientiert sind, wer die andere Erfindung beim Patentamt angemeldet hat. Mir vollkommen unbekannt, gehört auch nicht hier. Doch, doch, Herr Senator, denn meine Antwort auf Ihre Anfrage hängt einzig und allein davon ab, wer die andere Erfindung angemeldet hat. Dann bedauere ich, mit Ihnen überhaupt nicht mehr verhandeln zu können. Nein, wenigstens nicht, bevor ich mit Ihrem Ingenieur Kirchner gesprochen habe. Was sagen Sie da? Kirchner? Was wollen Sie von diesem Kirchner? Was ich von ihm will? Ja, wenn es Sie interessiert, Herr Senator. Herr Kirchner hat die ersten Zeichnungen für mein Patent gemacht. Ja, die waren aber so miserabel und fehlerhaft, dass der Motor, den ich danach gebaut habe, mir in die Luft geflogen ist. Na, nur, das ist mir ja vollkommen neu. Ach, das ist Ihnen neu? Ja, sehen Sie mal, Herr Senator, ich will den Herrn ja gar nicht verdächtigen. Aber die Vermutung liegt doch sehr nahe, dass er die Zeit benutzte, welche ich brauchte, um die neuen Zeichnungen anzufertigen, um mir noch einen schlimmeren Streich zu spielen. Ja, also entweder hat er die Idee verraten oder aber die Erfindung für sich selbst in Anspruch genommen. Herr Lindner, wissen Sie eigentlich, was Sie da behaupten? Das wäre eine Schufterei, ohne Frage, Herr Senator. Sie belasten da einen meiner führenden Angestellten, einen Mann, der bisher in jeder Hinsicht mein volles Vertrauen hat. Es tut mir furchtbar leid, dass ich dieses volle Vertrauen mit Ihnen nicht teilen kann, bevor ich nicht weiß, wer die Erfindung beim Patentamt angemeldet hat. Herr Lindner, Sie scheinen ein wenig sehr gereizt. Machen wir es also doch kurz. Ich biete Ihnen für Ihren Motor 50.000 Mark und Sie treten Ihre Patentrechte ab. Ihr führender Angestellter scheint Ihnen ja sehr viel wert zu sein. Doch lassen Sie doch bitte meine Angelegenheit sein, mein lieber Lindner. Sollten Sie mit meinem Angebot nicht zufrieden sein, so bin ich eventuell bereit, über eine Erhöhung der Summe mit mir verhandeln. Nein, und wenn Sie Ihr Angebot verdoppeln, meinetwegen verdreifachen. Meine Ehre ist nicht verkäuflich. Ganz wie Sie wollen, mein lieber Herr Lindner. Ich lasse Ihnen jedenfalls Bedenkzeit bis morgen. Und ich werde auch bis morgen mit dem Abschluss des Kaufs dieser Werkstatt hier warten. Herr Lindner, sollten Sie geneigt sein, mich noch zu sprechen, Sie treffen mich jederzeit in meiner Fabrik. Guten Tag, Herr Lindner. Jetzt wollen Sie mich restlos fertig machen. Onkel Hans, helf mir schnell! Da werden die Kompression ist vor Gaser gefallen. Da muss es mal rausholen. Hast du unsere Angel, Karl, Mann? Ja, nur noch vor mir hat die Gitterhoffnung nicht der höchsten Zähne in dem Laden hier. Sie gestatten, mein Name ist Kistenmacher, Anton Kistenmacher. Schweinereibesitzer. Er hat sich meine Schweinezüchter en gros an der Taille. Das ist so merkwürdig. Kein Ferkel treibt mich zu Hause von meinen Schweinen weg. Muss mir plötzlich die Idee kommen, mich noch einmal zu verheiraten. Noch einmal auf Brautschau auszugehen. Wenn das normal vorkommen sollte, lasse ich mir von einem Heiratsschwind an einer jungen Bräute zur Auswahl schicken. Auf der Eisenbahn nie mehr wie. Na, langsam, schaufen wir mit euch. Was ist denn mit dir los?
Handeln Sie mit Limboja. Sag mal, ist ja schon mal ein Vollblutidiot ins Kreuz gesprungen. Nee, da wären Sie der Erste. Also wenn hier etwas stinken soll, dann ist das nicht die Kiste, dann bist du das wahrscheinlich. Ja? Ich stinke nicht, ich dufte nach Benzin. Aha, da würde ich mal einen Wannenbutton nehmen, aber kein Benzinbad, ja? Was kriegst du für die Fahrt, hä? Unter Brüder 4,70 Mark. Ich hab dich gefragt, was der Wagen soll. Ich wüsste, was die Fahrt war. Ja, ich sah aber 4,80 Mark. Wie viel? 4,90 Mark. Wie der aufschlägt. Sag mal, wie viel? 4,90 Mark. Ach so, ich dachte 95 jetzt, ja. 1 Mark, 2 Mark, 3 Mark, 4 Mark, mehr habe ich nicht. Ja, ich kann sie ja für 90, wenn ich wieder umfahre. Ja, so blöd wirst du, das stimmt. Komm her, 50, 60, 70, 80, 90, 95, der Philipp, der Held. Ja. Hier hast du 5 Pfennige Trinkgeld, ne? Aber nicht mit der Weiber verprassen, verstehst du? Hey, da kann ich ja meiner Frau einen Pelzmantel von kaufen, ne? Von mir aus. Aus Kanan. Ach, ja. Da ist sowieso was reichlich. Wunderbar, gib die 5 Pfennige wieder her. Der ist die Geizig für zu schnarchen. Moment mal, willst du hier deine Ferien verbringen, oder was ist los? Ferien, da fahre ich lieber nach Schottland. Und überhaupt, wissen Sie, was Sie mich können? Was denn? Wissen Sie, was Sie mich können? Was denn, hä? Sie können mich nicht leiden. Das kann ja nicht raus, du Benzin, Heini. Frechheit. Der Kerl hat's Mund, will ich auch noch rumschlagen. Hier ist auch schon wieder keiner zu begrüßen. Mir ist das egal. Am Bahnhof ist keiner. Unterwegs treffe ich gerne hier so wieder. Mir ist das egal. Bleib sitzen, bis mal einer kommt, hoffentlich. Heute oder morgen oder übermorgen oder... Jetzt kommt's Leben in der Fabrik. Ja. Ja, sag mal, was bist du da für eine Dreckspatze? Bist du der Onkel von der Bieleferkel? Ja, ja, ich bin der Onkel von der Bieleferkel, ja. Ja, wie kommst du denn? Woher kennst du mich denn, sag mal? Ach, dich kenn ich doch. Der Onkel Hans hat mir Fleisch, Sachen von dir erzählt. Moment, Moment, Moment. Was hat der von mir erzählt, hä? Junge, Junge, ihr habt mir ja vielleicht auch eine Jugend von heute. Schaffst du das für den? Sag mal, wer bist du denn überhaupt, hä? Ich heiße Karlmann. Prima Joker am Bauen. Was bist du am Bauen? Ein Joker. Joker, was ist das? So ein kleines Rennauto. Oh, die kleine ohne Schutzfläche, ja? Kannst du Rennen fahren? Ja. Ja? Willst du mal was vorfahren? Oh ja, los, komm. Mit 2? Komm her. Aha, Achtung. Du bist der Auspuff. Nee, ich bin der Auspuff. Und du bist der Auspuff. Achtung, 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 hier. Wir sind auf dem Nürburgring. Das Nippeser Rennen geht los. Kilian Ballmler schießt über die Gerade. Jawohl. Wo die Alten, ich kann nicht mithalten. Uwe Seeler schießt am Tor vorbei. Und nun geht's ran. Und das Siegerpaar, Kistenmacher, Karlmann, schießen einen Haken schlagen an Bubi Scholz vorbei. Gewonnen! Ja, bravo! Quatsch, ich bin ein Renner am Fahren. Hans, ja. Nun, komm her! Mit Anton! Ja, ja. Meine Zigarren! Kaputt! Teure Begrüßung, 5 Stücke, 1 Mark. 5 Mark. Rechner kannst du auch noch, sag mal, du faules Paket, warum warst du nicht am Bahnhof mich abzuholen? Ne? Moment, was heißt hier faules Paket? Da kommt doch kein Mensch an, dass du heute ankommst. Das ist eine Frechheit. Mit Anton hättest du wenigstens mal schreiben können. Ich hätte nicht geschrieben. Nee. Ich habe vor meiner Abreise jetzt Telegramm geschrieben. Ja, zeig mal her. Moment, das kann... Das muss doch hier sein, du Gang. Ist er noch nicht hier? Nein. Du bist aber schon 14 Tage unterwegs. Ja? Auf der Eisenbahn in den Betrieb. Einsteigen, aussteigen. Zug bleibt hier, Zug fährt nicht, Bahnhof bleibt hier. Dann haben sie uns 3-mal die Lokomotive geklaut. Und dann habe ich mich verfahren. Weißt du, wo ich war? Nee. Weißt du, wo ich war? Nee. In Hamburg. In Hamburg? Sind die Nächte lang. Du sag mal, ist Hamburg schön? Ja, wie, du warst doch da. Ach, da, ich habe es aber nie gesehen. Ich war ja immer dunkel. Und da behauptest du mit Ruhe, das Telegramm ist nicht da. Du, in der Zeit hätte ich wahrscheinlich von Hamburg über einen Münzfernsprecher, der kaputt ist, Anschluss gekriegt. Die Hauptsache, du bist da, Anton. So, Karlmann, lauf mal schnell nach oben und sag der Oma Bescheid, dass der Onkel Kistenmacher da ist, ja? Oma, Onkel Kistenmacher! Moment, was heißt hier Oma? Oma, die kann da bleiben, ey. Omas habe ich da hinten selber genug rumlaufen. Mariechen soll in meine Arme tanzen, du. Und auf
von dem Geheimnis, was man da geschrieben hat von dem Mariechen. Da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, wie? Das Geheimnis kennst du doch, Anton. Ich kenne kein Geheimnis. Ja, ja, natürlich. Nein, bestimmt nicht. Aber warst du mit am Nürburgring? Ich war noch nie am Nürburgring. Ja, klar. So ein Rennen mitgefahren. Ich bin Geheimnis. Ja, ja, ja. Geheimnis? Der Kleine? Hm? Das ist der Geheimnis. Mhm. So was Großes hat die Marie schon. Mhm. Junge, wenn ihr mir ein altes Radieschen anhängen wollt, dann ist ja Feierabend. Hau ja mal ab, da kannst du jetzt schon sagen. Nein, Anton, kannst beruhigt sein. Die Marie, das ist eine Perle. Ist das wahr? Mhm. Die Marie ist dir richtig? Richtig. Lecker. Lecker. Mollig. Mollig. Alles dran. Alles dran. So husch, husch, husch. Tack, tack. Junge, wenn das wahr ist, kriegst du was Weiteres zum Jubiläum für mich. Ich danke dir, Anton. Was ist denn mit dir los? Man läuft immer noch so unverheiratet durch die Gegend. Oh, wart's nur ab. Meine Zeit kommt auch noch mal. Hast du auch was auf Lager? Mhm. Auch was wie meine Marie? Ja, ja. So rufe die Duft. Nein, ist das überhaupt nicht. Ja, weißt du, Anton, deine Marie ja. und meine Marie. Ja. Und das ist so gut wie ein und dieselbe Marie. Was? Deine Marie und meine Marie, das ist so gut wie eine... Moment mal, wer ist denn meine Marie? Die eine Marie. Und deine Marie? Die andere. Und das eine und dieselbe? Von der einen. Das sind doch Zwillinge, ja? Die andere. Von der einen? Die andere. Ja, hör doch auf, ein oder andere Menschen, hey, ihr kommt für Kreuzworträtsel zu lösen. Mach voran, wo ich da jetzt schon zum zweiten Mal das Ehejoch hineinsause, ne? Ja, deine erste Ehe war leider nicht von langer Dauer. Wirklich, bist ein armer Kerl, Anton. Nein, armer Kerl darfst du nicht sagen. Ich habe es noch niemals so empfunden, wie es das Schicksal mit mir gemeint hat, als es mir vor einem Jahr meine geliebte Amalie Kistenmacher... Verwitwete Lämmer, Jaja, geborene Langschnabel. Als Engelein von mir schweben ließ. Meine Amalie war so eine liebe Frau, war eine gute Frau, war eine brave Frau, war eine treue Frau. Frau war viel zu schade für mich. Nein, Anton. Friede ihrer Asche. Ich bin froh, dass ich der Schrubber los bin. Du, da bist du aber reingefallen, du. Mein Gott, war diese Frau ein Donnerkerl. Ja, habt ihr euch wirklich so schlecht verstanden, Anton? Nein, wir waren ein Herz in einer Meinung. Ich hab doch das Maul gehalten. Ja. Aber Achtung, dass du nach solchen Erfahrungen den Sprung in die Ehe nochmal wagst. Bei meiner Amalie weiß ich genau, da war ich unten durch. Mhm. Mit der Marie, da hab ich zu sagen. Ja, was die Marie sagt, das wird gemacht. Jawohl. Nein! Gott, das bist du wahnsinnig, du. Wenn die Marie aber auch so ein freches Pflänzchen ist, wie meine verstorbene Amalie, das schwirr ich wieder ab, du, ja? Nee, bleib mal schön hier, Anton. Du kannst sie doch wenigstens ansehen. Ansehen habe ich am Hals. Du weißt doch noch gar nicht, ob du der Marie gefällst, Anton, hä? Wetsch, hör doch auf. Ich der Marie gefallen, wenn die mich sieht, du. Junge, die Figur, wa? Und wenn die Marie, meine Marie, sieht hier und mein Bankkonto, dann liegt sie auf der Erde. Es ist doch klar, die Marie braucht für ihren Karlmann einen Vater und ich brauche zu Hause für meine Schweinchen eine Mutter. Ja, ne? Siehst du, das stimmt doch alles, mein lieber Schweinefürst. Ich habe eine Überraschung dabei. Oh Gott, das steht ja schon. Ja, hier steht die ja schon lange, wie bestellt und ich abgerutscht. Junge, Hans, Hans, was hast du nette Sachen rumlaufen hier? Sag mal, wer von der drei ist denn mit Mariechen, du? Ist noch nicht dabei, Anton. Gott sei Dank, ich darf die Linke wäre. Hey, weißt du, das Schmal da, das da werden wir etwas. Nein, das ist meine Schwester Enne. Die kleine Enne? Oh ja, kleine Enne. Die habe ich doch im Schoß. Natürlich, komm. Kenn ich doch. Sei lieb und gib Küsschen, ja? Ja, das sowieso. Da, Ennekin, Mädchen, komm her, Küsschen. Das ist doch prima, du. Enne, ich habe eine feine Idee. Wenn die Marisia meine Schweinerei stößt, dann probieren wir zwei so mal, ja? Ja, gerne! Ist ja wirklich so lustig, wie der Hans mir immer erzählt hat. Da Hans und ich, wir haben manche Biesterei ausgefressen. Mhm. Du, Hans, ich habe wieder ein paar herrliche Witzchen auf der Pfanne. Ja. Kinder, wenn ihr euch die erzähle, war sie glatt auf der Pfanne. Mami, hast du gehört? Nein. Ich soll auf den Bauch fallen. Gib mir das Sörtchen! Wir machen nicht so Theater, wenn du dir Platz nicht gefällt, such dir einen anderen aus, ja? Bei dir ist sowieso hinten vorne wie oben und unten, ja? Oh, Anton, sei doch ruhig, ich muss doch erst mal bekannt machen. Ja. Also passt mal auf, hier, da steht unser lieber Freund Anton Kistenmacher, Rittergutsbesitzer. Quatsch, Schweinereibesitzer. Quatsch, ist doch Nebensache. Das ist doch Hauptsache. Du weißt doch, wie ich mich damals mit meiner Amalie auf die Schweinezüchterei geworfen habe. Na, entschuldige, ich kann mich doch auch mal verquatschen. Was sagen, wie ich mich damals mit meiner Schweinezüchterei auf die Amalie... Ja, oh, na blöd. Mann, ich soll auf der Böse. Bitte, sei doch mal ruhig, ich muss doch erst mal weiter bekannt machen. Pass mal auf, hier steht deine zukünftige Schwiegermama, Frau Witwe Schumacher.
Gib Küsschen. Krieg auch noch Cognac? Kriegst du auch. Ja. So, und da steht noch der Stolz unseres Hauses, unser Luvischen. Gib Küsse. Ach, Kinder, macht keine Quatsch, ist Marie und alle meine arme Tanzen. Weiter ja nichts. Aber Onkel Kistemacher, was soll denn das? Wir sind hier einen besseren Ton gewöhnt. Hans, du meine Gefallen, schnell den Pelikan weg, ja? Du, ich kann dir sagen, das gibt es hier die erste Familienkatastrophe. Hans, du kennst mich. Ich bin die Seele von Menschen. Wenn ich aber merke, dass für mich einer das Äffchen machen will, dann ist hier Feierabend. Ja. Nur wegen euch schon liegt 14 Tage in der Weltgeschichte rum. Komm am Bahnhof an, keiner da, mich abzuholen. 4,95 Mark bezahle ich fürs Taxi. Mariechen ist nicht da. Mit der muss ich hier Rennen fahren, nicht von der Haus. Onkel Kistemacher, bleib hier. Ich kann nicht so gut leiden. Ist er wahr? Ja. Ja, lecker, ja. Nun sind sie doch friedlich. Ja, ja, komm dir so nah, ja. Wir zwei werden uns auch schon vertragen. Da musst du dir aber ein bisschen Mühe geben, kannst du jetzt schon sagen, ja. Och, ich weiß, was los ist. Was dann? Sie werden Hunger haben. Du wirst lachen, habe ich auch, ja. Ja, ich will dir mal schnell ein paar kleine... Was willst du da recht machen? Ein paar kleine Butter? Kannst du bei mir nicht kommen. Bei mir musst du schon mit Schlachtplatten kommen. Schlachtplatten? Ja, unter 6 Pfund tut keine Braten. Herr Junge, wenn wir hier was essen will, da fallen die in Oma. Genau. Ich habe mal schon selber Fresserei mit dir. Was ist hier? Oh. Oma, guck mal, Jans, ja? Und Butter und Eier und Schinken. Und Speck. Kistemacher, ich bin versorgt. Hans, wenn es was zu fressen gibt, sind sie recht genießt. Aber Mami, vergiss dich doch nicht. Oh, Kind, merke doch nicht dazwischen. Und Mama wird endlich mal ein bisschen normal, ja? Steckst du doch nicht immer an mit dem Blödsinn, ja? Na, Herr Schwiegersohn. Was ist? Respektier mir nur ja mein Luischen. Verkauf das Luischen als Muster für Marzipanschweinchen. Hier habe ich was Besonderes gesagt. Ah, jetzt kommt der Clou. Oh, ist da auch noch was drin? Ja, langsam, vielleicht schläft er. Warte mal. Ja, das ist Mittag. Pass auf, Kinder, guck mal hier. Oh. Oma, guck mal, mein Liebschwein. Ja, Vorsicht, rief weg, Kühn. Oh, wie das stinkt. Oh. Nee, Kind, das stinkt nicht. Das ist Auteur de Cour. Ja, merkt ihr das immer. Das ist meine Felix, das ist meine liebe Jung. Von der Kadett habe ich aus 300 Stück, du. Das ist der Liebste, der hört immer mit, der gibt Pfötchen, ja. Der ist stubenrein. Du lieber Jott, wo soll ich denn bloß mit dem Schwein hin? Oma, das Schwein schläft bei mir. Großartig, da schläft ein Ferkelchen beim anderen. Henne und Luise, ja, Mami, helft mir mal eben hier das Zeug wegtragen, ja? Aber Mami, ich dachte ja. Wie kannst du so etwas von mir verlangen? Mami, ich das? Wie kannst du das von mir verlangen? Wenn das Mariechen bloß halbe sich hier geht, wieder Luise, ist hier Feierabend, fahr ich nach Hause, ja? Komm, Tante, ich helfe dir tragen. Ja, Enne, du bist ja auch nicht so gebildet. Nein, das Enne ist was Liebes. Lass doch nicht so schnell, du Ja, komm her, du gesunde Macke. Ja. Hans, soll ich schon mal was sagen? Hä? Bis jetzt hier fällt mir die Auto noch am besten. Oh. Ando, pass auf, das kann doch ein Besen sein, Jopp. Ist das wahr? Dann nehme ich das Schwein wieder ab. Nee, bleib mal hier. Okay. Du hast geklopft. Wer kommt denn da? Herein! Wenn's kein Schneider ist. Hermann, du bist es schon wieder verhartet. Das kann doch schon werden. Junge. Guck mal, der Hermann. Ja. Was der groß geworden ist, das ist ja ein richtiger Mann geworden. Ja. Pärchen hat er auch schon, ja. Oh, ich rasiere mich auch. Nein, mit Schlagsahne wahrscheinlich. Ja. Mensch, Hermann, prima. Mir 3 Kirche, Junge. Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen? 8 Jahre? Verdammt lange Zeit. Komm, Kinder, unser Wiedersehen muss bejossen werden. Ran, ich habe alles bei mir, was man braucht. Hermann, guck mal. Du, Hermann. Hauptbahnhof Oberammergau, danke. Ach, guck mal. Wieso? Ja, da.
Ja. Na, guck mal hier. BB. BB? Ich war doch ja nicht in Paris, du Jörg. Bundeshaus Bonn. Hm? Ich sag mal, Zentralbahnhof Köln-Nippes. Wenn ihr meine Damen, die mir da reingetan, Peter, werde ich mich mal beschweren. Hier, riecht mal hier. Oh, was selbst gebrannt. 85%. Wenn du da fünf von getrunken hast, schlammert die Flamme am Hosenbein raus. Okay? Hermann, unser Wiedersehen, unser Wahlspruch, unser Stammtischlied. Wir sind alles kleine Sünderlein. Es war immer so, es war immer so. Prost, weg. Ist verdammt scharf, was, Junge? Was ist der scharf? Wieso? Der ist doch ganz mild. Ist doch dasselbe, du Jack, komm her. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Der Hans daneben. Ruckzuck, weg. Weg. Siehste. Alter Freund. Oh. Der erste war noch nicht unten da, dann war das auch so. Komm her, Mann. Ich daneben. Ruckzuck, weg, komm. Alter Freund, bist du denn wahnsinnig, das gute Zeug, das brennt doch Löcher im Fußboden. Hermann, aufstehen! Ich warne dich, jetzt wird gesoffen, sonst passiert was. Unsere Bräute ist am Leben. Ich hab ja kein Bräut. Aufstehen, du Christian, du wirst zu dick. Ruckzuck, weg! Sekunde, das kriegen wir schon. Ja, also, bist du verrückt, der explodiert doch, Mensch. Da wollte ich eine Rakete draus machen. Aus ja. Mann, Donkel, ach, ja. Helf mich schnell. Donk, ich hab auf jeden Fall den fiesen Kirschner kommen sehen. Den fiesen Kirschner? Kirschner, sag mal, den Namen kenne ich doch, Kirschner. Ist das vielleicht dieser Pflegel, wie in dem ich mal 3 Tage im Kasten gesessen habe? Ja, genau der. Derselbe? Ja. Lieber Gott, führe mich nicht in Versuchung. Dann zieh dich zum Jubiläum wegen schwerer Körperverletzung im Kasten. Ja, das glaube ich dir. Aber komm, jetzt lass mich alleine. Nimm mal schnell die 2 mit nach oben, ja? Kommen Sie, Herr Fritsch. Aber nun kommen Sie doch. Karl, Momentchen, meine Kriege schon besser. So. Komm her, Hermann. Mit der Zeit, dass der Hans hier unten verhandelt, besorge ich dir oben eine Braut. Ich habe eine für dich. Weißt du wen? Mami, ist er auf der Bauballe, ne? Oh ja, so ist sie. Ja. Aber also, ich lebe dort. Voll Enne. Enne? Karl, Mann, rauf in der Badewanne unter der Dusche. Der Kerl muss immer nüchtern gemacht werden. Oh, also. Sag mal, Hans. Wenn ihr mich bei der Verhandlung mit dem Kirschner brauchen solltest, blitzt auf die Finger. Ja. Ich komm direkt runter. Ich bin genau wie früher. Kennst mich doch. Hm? Eine Schlag. Zack. Na, ihr kennt mich. Ach, was hat ihr gesagt, der liebte Enne? Hm? Mensch, hab ich doch selber Schlaf doch. Der ist blöd. Wenn es mit der Marie nicht klappt, nehme ich die Enne, du. Also irgendwas nehme ich von hier mit, verlassen. Herein. Guten Tag, Lenzler. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in Hemdsärmel empfange, aber ich habe nicht immer Zeit, auf Besuche zu warten. Na, das stört mich nicht. Ich habe gehört, dass Sie in meiner Abwesenheit in meiner Wohnung waren, Lindner. Ich komme darum zu Ihnen. Oh, das ist aber sehr nett von Ihnen, wo Sie doch vor einigen Monaten unsere gemeinsame Arbeit hier im Stich gelassen haben. Ja, aber Lindner, ich bitte Sie. Meine Zeichnungen, die waren auch schon lange fertig. Andere Arbeit, die hat mich voll und ganz in Anspruch genommen. Ja, das glaube ich Ihnen sehr gerne. Nur oben für die noble Privatetage hatten Sie immer Zeit genug. Aber nehmen Sie doch bitte Platz. Also, Lindner, brauchen Sie mich wegen Rat und Hilfe oder ist Ihr Patent herausgekommen? Möchte ich natürlich gratulieren. Ach, sollten Sie wirklich nicht wissen, dass ich mein Patent heute erst angemeldet habe? Ja, also das ist das Neueste, was ich höre. Aber warum denn?
Meine Zeichnungen, die waren doch fertig. Ach, und sollte man Ihnen auf dem Patentamt auch nicht gesagt haben, dass unsere gemeinsame Arbeit ein elender Murks gewesen ist? Na, na, na. Ich will damit nicht behaupten, dass Ihre Zeichnungen nichts getaugt haben. Aber der Motor, den ich nach Ihren Zeichnungen gebaut habe, ist mir in die Luft geflogen. Ach. Also, es tut mir nun wirklich leid, Winsner, aber ich verstehe das nicht. Ich habe doch nur nach Ihren Angaben und nach Ihren Skizzen gearbeitet. Ja, eben deswegen muss ich Sie auch für die Unterschiede verantwortlich machen, welche ich zwischen meinen Skizzen und Ihren Zeichnungen festgestellt habe. Aber deswegen bin ich gar nicht zu Ihnen gekommen. Sehen Sie mal, ich habe noch mal ganz von vorn angefangen und habe jetzt endlich das geschafft, was eigentlich vor Monaten schon hätte fertig sein sollen. Und jetzt frage ich Sie, mein lieber Herr Kirchner, ist Ihnen auch nicht bekannt, dass während der Zeit meiner zweiten Arbeit von anderer Seite eine Erfindung zum Patent angemeldet wurde, welche eine ganz frappante Ähnlichkeit mit der meinen hat? Das klingt aber stark nach Verdächtigung, Sie. Zu der ich berechtigt bin, denn nur Sie allein haben von meiner Arbeit gewusst. Oder Sie erinnern sich zu irgendjemandem von meiner Arbeit gesprochen zu haben. Aber das ist doch lächerlich. Also dann bleibt nur noch die eine Möglichkeit, dass Sie diese Schufterei gemacht haben. Sie werden das jetzt sofort zurücknehmen und ich werde das ganz anders... Eine elende Schufterei bleibt es in jedem Falle. Denn ich habe außerdem festgestellt, dass die Änderungen, die ich bei meinen zweiten Zeichnungen vorgenommen habe, ebenfalls von diesem Herrn Erfinder nachgeahmt wurden. Na, Sie werden mir an anderer Stelle Rechenschaft geben. Überzeugen Sie mich doch, dass ich tatsächlich Fehler bei den Zeichnungen gemacht habe. Und dies wäre dann die einzige Schuld, welche ich an Ihrem Unglück habe. Sie überzeugen? Nichts wäre leichter. Egon! Du bist es. Sehen Sie mal hier, Herr Kirchner. Ja. Was machst du denn hier, Enne? Gleich dahin, gleich über die Straße kommen. Ja, ja, schon gut. Geh einen Augenblick nach oben. Ich bin gleich fertig. Ja, aber warum denn, Lindner? Lassen Sie Ihr Fräulein Schwester ruhig hier unten. Umso größer ist doch Ihre Genugtuung, mich dann zu überführen. Ja, gut, wie Sie wollen, meinetwegen. Herr Kirchner. Hier, bitte, sehen Sie mal. Sehen Sie mal. Bedauere, Lindner, ich sehe nur Ihre Skizzen, aber nicht meine Zeichnungen. Ja, ja, Ihre Zeichnungen habe ich aus Wut verbrannt, aber das spielt ja gar keine Rolle. Sehen Sie mal, hier aus meinen Skizzen geht doch klar und deutlich hervor, dass... In diesem Falle tut es mir natürlich äußerst leid. Seien Sie doch mal ehrlich gegen sich, wie ich es auch bin. Passen Sie mal auf, hier sehen Sie mal, Herr Kirchner. Hier sehen Sie doch mal. Ach so. Nein, nein, noch nicht. Ich mache ihn dir gleich fertig. Geh einen Augenblick nach oben, bitte. Ach so. Ach, Hans, sei nicht so streng mit den beiden. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Lindner. Ich hole jetzt meine Kopien, um Ihre Behauptungen zu widerlegen. Sag mal, Enne. Was meinte Marie eben damit, als sie von euch beiden sprach? Hans, ich verstehe Sie nicht. Herr Kirchner ist mein Vorgesetzter, nichts weiter. Enne, seit wann belügst du mich? Aber Hans, es ist doch wirklich nichts dabei. Herr Kirchner war einmal sehr nett zu mir, weil ich doch so viel alleine war. Die Oma und Luise, die kümmerten sich ja nicht um mich. Und du hattest auch keine Zeit bei deiner vielen Arbeit. Ja, aber du weißt doch... Und schließlich habe ich mich wirklich auf die Bürostunden gefreut, weil ich wusste, da ist jemand, der mich gerne hat. Ja, und was soll jetzt daraus werden? Ja, mein Gott, Enne, so sag doch was. Also, Enne, wenn ich dir helfen soll, dann musst du doch wenigstens Vertrauen zu mir haben. Das hab ich doch auch, Hans. Ja, sag mal, Hans, bist du den ganzen Tag von Gott verlassen, mich mit dem Schweinekoch allein zu lassen? Der Mann stinkt 10 Kilometer hier in der Wien nach Schnaps. Lass nur, Marie. Auf jeden Fall ist das ein lieber, netter Kerl, glaub mir. Ja, und außerdem hab ich ihn doch gar nicht hierher bestellt, sondern deine Frau Mama. War dein Glück, ja? Ja? Guten Abend. Abends, ja. Treffe ich hier den Altgesellen Hans Lindner. Ja, da bin ich selber. Kriminalkommissar Krause, Sie waren heute auf dem Patentamt. Ja, allerdings, um meine Erfindung dort anzumelden. Seit Ihrer Anwesenheit fehlen noch Zeichnungen eines angemeldeten Motors. Wie, Sie wollen doch nicht behaupten? Wenn kein Verdacht vorliegen würde, wäre ich nicht hier. Herr Kommissar, hören Sie! Bitte erschweren Sie mir meinen Dienst nicht.
Geben Sie die Zeichnungen freiwillig heraus, oder ich muss Haussuchung halten. Ja, bitte, bitte, suchen Sie doch. Versuchen Sie doch. Nicht genug, dass diese gemeinen Lumpen mich bestehlen, jetzt fangen sie auch mal an, mich restlos unschädlich machen zu wollen. Hans, beruhige dich doch, der Mann tut doch nur seine Pflicht. Und seine Unschuld wird sich sofort herausstellen. Ist das Ihre Aktentasche? Ja, Herr Kommissar. Na also, hier sind Sie ja. Hans, sag doch was! Es tut mir leid, aber unter diesen Umständen, ich muss Sie leider vorläufig festnehmen. Aber Hans, es ist doch gar nicht möglich, dass du das getan haben kannst. Lass nur, Anne. Wenn ich es nicht war, dann bleibt nur noch ein einziger übrig. Kirchner! Das wird sich alles herausstellen, Marie. Du, Marie, tu mir bitte einen Gefallen. Geh mal eben nach oben und sag den anderen Bescheid, was hier vorgefallen ist, ja? Und Anne, das ist alles halb so schlimm. Vielleicht bin ich morgen Abend zum Jubiläum schon wieder zurück. Geh doch schon darauf, die Fresserei ist am Tisch. Ich hab furchtbar Hunger, der. Ne? Onkel Kistenmacher, helfen Sie uns! Anne Kind, was ist denn los? Was hast du denn? Marie, wo ist der Hansel so? Komm, ich verpiss du. Onkel Kistenmacher! Ja. Wenn Sie ein Mann sind und wenn ich Sie wirklich heiraten soll, dann sorgen Sie dafür, dass der Hans wieder aus dem Untersuchungsgefängnis rauskommt. Was? Der Hans im Untersuchungsgefängnis? Im Untersuchungsgefängnis? Den hole ich raus. Da kann ich aber doch verlassen, hier ist aber ran. Marie Schumacher, nicht wahr? Jawohl, Herr Kommissar. Und damit Sie ja nicht lang fragen brauchen, geboren am 23.08.1491. Wie war das? 1941. Verheiratet, aber keinen Mann. Weil der Filou mich hat sitzen lassen. Solch ausführliche Informationen sind nicht nötig, da Sie ja keine Angeklagte sind. Oh, Herr Kommissar. Viel besser ist es mir aber auch nicht zumut. Denn seit Sie gestern so Knallerfall der Hans weggeholt haben, da ist es mir, als wenn mir einer mit einem großen Zuschlaghammer auf den Kopf geklopft hätte. Und als müsste ich selber geköpft werden. Na, na, so schlimm wird es aber nicht. Bitte nehmen Sie Platz. Oh, bitte, Herr Kommissar, welchen Stuhl darf ich benutzen? Nehmen Sie diesen. Ach, danke schön, Herr Kommissar. Sie sind verwandt mit Lindner, ja? Ja, ich bin seine Cousine. Und wenn Sie gestern nicht dazwischen gekommen wären, dann hätte ich ihn noch heute gefragt, ob er nicht mein Mann werden will. Es tut mir aber leid, Ihnen diese Freude genommen zu haben. Och, mir noch viel leiderer. Aber soviel ich weiß, liebt Lindner doch Ihre Schwester Luise. So bist du jetzt? Der Hans, das Luischen. Ausgerechnet das Luischen mit dem französischen Roman Fimmel, den er nicht verknusen kann. Oh nee, Herr Kommissar, dass der Hans mich gern hat, das weiß ich schon lang. Bloß er hat sich vorgenommen, erst noch was zu schaffen, bevor dass er mit mir zum Standesamt jücken tut. Gerade weil meine Mutter und das Luischen mich immer so über die Schulter weg ansehen, wegen dem kleinen Karlemann, ne? Und jetzt war es doch auch so weit, wo der Motor endlich richtig lief. Jahre haben wir auf den Augenblick gewartet. Och, was sage ich, Jahre? Jahren! Ich kann mir denken, dass es ihn hart getroffen hat, als er von der Anmeldung des gleichen Patentes von anderer Seite erfuhr. Ja, ist das denn nicht eine große Gemeinheit? Oh, Verzeihung, ich wollte sagen, ist das nicht eine große Gemeinheiterei?
Ja, sicher. Sie sprachen doch Lindner nach seiner Rückkehr vom Patent an. Fiel Ihnen da an seinem Wesen nichts Besonderes auf? Er hatte kein Wesen bei sich. Er war ganz Mutterseelen allein. Von Schumacher, Sie haben mich falsch verstanden. Ich meine, fiel Ihnen an seinem Benehmen nichts Besonderes auf? Ach so. Ach nee, eigentlich nicht. Wie er nach Hause kam, da hat er noch ein paar Witze von der Stange gelassen. Was hat er? Ein paar Witzchen gerissen. Ach. Aber dann war er allerdings etwas verzattert. Aber das kam wohl wegen dem Ingenieur und der Enne, ne? Enne, die Schwester von Lindner, ja? Ja, aber der Hans war schon mehr wie ein Vater zu dem Mädchen. Auch wie seinen Augapfel hat er so behütet und beschützt. Und gerade jetzt, wo er so wenig Zeit hat wegen dem Motor, da hat der Ingenieur direkt die Gelegenheit ausgenutzt und mit dem Mädel einen Fistranöll angefangen. Fistranöll? Ich meine, die beiden haben, wie sagt man? Oh. Das klingt allerdings sehr sonderbar zu den Aussagen Ihrer Frau Mutter. Ja, die glaubt doch steif und fest, dass der noble Fürst ihr Luisien heiratet. Ist wohl auch eher anzunehmen, da die Dame doch vermögend ist. Ja, und Anna hat nichts. Das ist ja gerade die große Gemeinheiterei. Na sicher, schön ist es nicht, aber wir werden schon sehen. Ich danke Ihnen, Frau Schumacher. Och, bitteschön, ist gern geschehen. Ist nichts zu danken. Frau Schumacher, ich danke Ihnen. Oh, ich bitte Ihnen. Sie können gehen. Wie, ich bin frei? Ja, Sie sind frei. Ja, dann bin ich so frei. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen, Frau Schumacher. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Oh, liebe Jute, ja, Herr Kommissar, bitte, bitte, bitte lassen Sie der Hand frei. Ja, tun Sie doch, ja. Heute noch, ja? Herr Kommissar, wenn Sie das tun, dann lade ich Sie noch heute zu meiner Verlobung ein. Sind ja recht verlockende Aussichten für mich. Oh, die kann ich auch halten. Denn wenn der Onkel Kistemacher der Hans freikriegt, dann habe ich versprochen, dass ich dann der Frau Kistemacher werde. Na nur, ich denke, Sie lieben Lindner. Oh, mit der ganzen Glut meiner sämtlichen Lenze, Herr Kommissar. Aber eh, dass ich zulasse, dass an dem Hans ein Justizmord verübt wird. Oh, da opfere ich mich lieber. Dann beheirate ich eben der Schweinekopf. Schweinekopf, wer ist denn das? Oh, das ist der Onkel Kistemacher. Das sagen wir immer zu dem. Aber bloß aus purem Jux und Zollerei. Also auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen, Frau Schumacher. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Und Herr Kommissar, nichts für ungut, Herr Kommissar. Oh. Herr Fritsche, Sie sind nicht, haben Sie mich jetzt erschrocken? Ja. Herr Fritsche, müssen Sie auch, Herr Kommissar, können Sie nicht gucken, wie die Augen reinbekommen? Ja, doch. Wofür haben Sie die denn schließlich? Ja, aber doch nicht hinten. Herr Fritsche, müssen Sie auch, Herr Kommissar, alles sagen, was Sie wissen, ja? Ja. Haben Sie den Zettel, den müssen Sie dem geben, sonst dürfen Sie nicht den Mund aufmachen. Sagen Sie, soll der Hans freilassen, nicht? Ja. Freilassen. Freilassen. Und nicht so. Gehen Sie hin, sagen Sie, soll der Hans freilassen. Heute noch, das ist wichtig. Ja. Gehen Sie doch. Gehen Sie doch. Jetzt wird hier gehen, aber. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber die hat mich gedeutet. Bitte sehr, Herr Kommissar, wenn ich Sie freundlich bitten dürfte, sich doch ein bisschen zu beeilen. Ja, es ist nämlich so, ich habe sehr viel Arbeit auf dem Büro und es wäre mir sehr peinlich, wenn ich dieselbige nicht erledigen könnte. Da ich doch in Erfahrung gebracht habe, dass ich demnächst höchstwahrscheinlich in eine hütere Gehaltsklasse kommen werde. So. Sie haben gleich Ihre Personalien aufgeschrieben, Herr Hermann Fritsche. Ja, Herr Kommissar. Und wenn Sie gestatten, Herr Kommissar, dann notiere ich meine Aussage gleich mit. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ah!
bitte. Sie sind nicht verwandt mit Lindner. Nein, Herr Kommissar. Obgleich ich hoffte heute Abend, das Jubiläumsfest mit seiner Schwester Enna als glücklicher Bräutigam feiern zu können. Ja, Donnerwetter, das geht doch nicht. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, wenn ich so frei war, es glaubte annehmen zu können, dass es doch immerhin möglich wäre. Da ich doch in Erfahrung gebracht habe, dass ich demnächst höchstwahrscheinlich in eine Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Bitte nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Fiel Ihnen an Ihrem Freund Lindner gestern nichts Besonderes auf? Nein, Herr Kommissar. Er war vergnügt wie immer. Obgleich ihm doch mit seinem Patent ein schlimmer Streich gespielt worden ist. Ah, Sie meinen die Einreichung der Zeichnung von anderer Seite, die er dann gestohlen hat? Jawohl. Aha. Nein. Nein, Herr Kommissar, ich wollte sagen, dass er es doch ganz bestimmt nicht gewesen sein kann. Das zu untersuchen ist meine Sache. Ist Ihre Sache. Entschuldigen Sie meine Äußerung, Herr Kommissar, streiche ich das wieder im Konzept. Aber bitte behalten Sie doch Platz. Dankeschön. Sie arbeiten in der gleichen Firma wie der Ingenieur Kirschner. Allerdings, Herr Kommissar, obgleich ich mit seiner Abteilung nicht das Geringste zu tun habe. So. Ja. Na, und sonst? Ja, sonst. Und sonst? Ach, und sonst? Ja, und sonst wüsste ich auch nichts. Dann auf Wiedersehen, mein Herr. Wiedersehen, Herr Kommissar. Ach, Herr Kommissar, wenn ich so freundlich bitten durfte, dass der Hans noch heute entlassen wird. Ich hatte es mir nämlich so schön vorgestellt beim Jubiläumsfest mit einer lieben Braut. Ja, Donnerwetter, ich hab doch hier kein Heiratsbüro. Hallo! Wo wollen Sie denn jetzt hin? Zum Ausgang. Da ist der Ausgang. Was da? Aber das war doch eben noch der Eingang. Alles Menschen, die es von Herzen gut mit ihm meinen, ohne ihm helfen zu können. Herein. Guten Tag. Fräulein Enne Lindner, nicht wahr? Ja, Sie sahen mich gestern bei meinem Bruder. Na, vergessen Sie auch nicht, was er Ihnen zum Abschied sagte. Den Kopf wird es nicht gleich kosten. Ach, ich weiß, dass er unschuldig ist, aber ich bin so traurig, dass ich ihm gar nicht helfen kann. Aber wer sagt Ihnen denn, dass Sie ihm nicht helfen können? Im Gegenteil, ich rechne sehr stark mit Ihrer tatkräftigen Mithilfe. Allerdings etwas Vertrauen müssen Sie schon zu mir haben. Wenn Sie mich dann bitte fragen wollen. Bitte nehmen Sie Platz. Was würden Sie wohl sagen, wenn ich behaupte, nicht Ihr Bruder, sondern ein ganz anderer hätte den Diebstahl begangen? Ein anderer? Oder halten Sie den Ingenieur Kirschner nicht fähig dazu? Ach, bitte fragen Sie mich das nicht. Ich muss es. Haben Sie Mut und denken Sie an Ihren Bruder. Aber ich habe noch nicht daran gedacht. Wann haben Sie Kirschner zuletzt gesehen? Heute Morgen im Büro. Und wie nahm er die Verhaftung Ihres Bruders auf? Ja, ich schien sehr erschrocken. Wirklich? Oder bilden Sie sich das nur ein? Nein, nein. Er hat gestern Abend Ihrem Bruder gegenüber abgestritten, davon gewusst zu haben, dass der Motor, den Ihr Bruder nach seinen Zeichnungen gebaut hat, explodiert ist. Ist es wohl möglich, dass er dies tatsächlich nicht gewusst hat? Also wohl anzunehmen, dass Sie bei Ihren freundschaftlichen Beziehungen zu ihm davon gesprochen haben. Oder hat Kirschner Ihnen verboten, von Ihren Beziehungen und Gesprächen zu reden? Och, mein Gott, Kind, so sprechen Sie doch. Es ist doch Ihr Bruder, dem Sie helfen sollen. Ich habe meinen Bruder von Herzen. Es ist eine ganz falsche Rücksicht, die Sie annehmen. Glauben Sie mir das? Oder wissen Sie nicht, dass Kirschner der Tochter des Senators, wie auch Ihrer Cousine Luise, die gleichen Hoffnungen gemacht hat wie Ihnen? Trotzdem, ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Dann gehen Sie in Gottes Namen. Ich werde auch so zu meinem Ziel kommen. Ja? Auf Wiedersehen. Verdammt, ich hätte doch geglaubt, weiter mit dir zu kommen. Was für ein Zeuge mag das denn wohl sein? Guten Tag!
Darf ich hier mal reinkommen? Sie sind ja bereits drin. Wer? Na, Sie. Wo? Ja, hier im Zimmer. Ja. Aber man klopft draußen an. Wo? Draußen vor der Tür. Ja. Darf ich jetzt reinkommen? Sie sind ja bereits wieder drin. Sie merken auch alles. Aber bleiben Sie schon hier. Ich will sowieso nicht mehr raus, die Herren. Hut ab. Zum Gebet. Ablegen. Ablegen? Das ist wieder kein Wow-Wow. Sie sollen Ihren Hut aufhängen. Was hat der Arme denn getan? He? Also bitte. Ja. Lassen Sie meinen Hut in Frieden. Ihr Hut? Aber natürlich. Ein Zündhütchen. Ein Muppeldocht. Ist das ein Foto von Ihnen? Liverpool. Wieso? Wegen dem Rückspiel vom 1. FC. Ladung. Ladung will ich haben. Ach, der will eine Ladung haben. Genau wie früher, immer das. Was glauben Sie eigentlich? War zu wenig, ja? Weg damit. Hier wird nicht geraucht. Oh. Darf ich Ihnen einen ins Gesicht schicken, bitte? Ja, für was halten Sie mich? Das sage ich besser nicht. Hier wird nicht geraucht. Nein, schmeiß mir das Ding weg. Stopp! Sind Sie jetzt zufrieden, Herr Branddirektor? Ihr Name? Kistenmacher. So, so, so. Ja, ja, ja. Sie sind also der Schweinekopf. Sie sind auch keine Schönheit. Jawohl, Kistenmacher, schön ist der Name nicht, der klingt so sehr nach Arbeit. Aber wenn man so geboren wird, weiß man ja nie, wo man hinkommt. Nicht? Lassen doch diese blöden Betrachtungen. Oh, schwärmen Sie nicht für Philosophie, mehr für Sophie. Sehen Sie, ich bin ein geborener Zwilling, der andere Zwilling von mir. Wissen Sie, wer das war? Nein. Mein Bruder. Wenn mein Bruder das Luder nicht so gemein gewesen wäre, hätte sich vorgedrängt, wäre ich der erste Zwilling gewesen. Brutal wie er war, schob er mich beiseite und damit hatte ich so. Sagen Sie mal, ist es Ihnen nicht gut? Oh Mann, ich glaube, Sie haben getrunken, was? Ja, aber feste, Junge. Irish Whisky, das ist schön. Immer hinein. Immer auf Ihre Gesundheit. Weil Sie so ein schöner Mann sind, Herr Vizekonsul. Mann, Sie rauchen ja immer noch. Bitte schön, keine Hand. Andere Hand. Bitte, kein doppelter Boden, keine Präparation.
Beide Hände. Ich muss ja quasi... Beide Hände. Da bin ich nicht ein schöner Mann, Herr Sanitätsfeldwebel. Jetzt lassen Sie Ihre Titulation. Für Sie bin ich immer noch Herr August Krause. Herr Krause, wie geht's zu Hause? Ausschluss! Ich hatte doch nur hier. Feuerwehr! Ich verklage Sie wegen Sachbeschädigung und grober Körperverletzung, Mann. Solche Herren wie Sie kriegen wir schon zahm. Hat meine Amalie auch gedacht, dann ist sie eines sanften Todes verblüfft. Jetzt endlich die Zigarre weg. Mama, zieh, weg damit! So, nun kurz und bündig. Name Kistenmacher, geboren... Jawohl. Herrgott, Ihre Geburt. Das war eine Katastrophe. Ja, das kann ich mir denken. Aber das Datum dieser Katastrophe möchte ich wissen. Oh, Datum, schreiben Sie auf. Es begab sich... Naja, es hat sich begabt. Es begab sich da in Düsseldorf am Rhein... Zwei Knäblein geboren wurden zu gleicher Zeit, daher der Name Zwilling, zugeschehen im Jahr des Heils 1909 am 1. Mai. Haben Sie 1. Mai? Sehr wichtig, hatten wir nämlich Maifeier, hat meine Mutter im Bund der Kinderreichen die Bundesfahne getragen. Also Donnerwettermann, geboren wo? In Köln am Rhein. Sagten Sie eben nicht in Düsseldorf? Ja, das war der andere Zwilling, das war ich. Mann, das ist doch Unsinn. Es kann nicht der eine in Köln, der andere in Düsseldorf geboren sein. Ja, doch, die Hebamme hatte ein Muppet. Quatsch! Bitte? Quatsch! Nein, Zweitakter. Beruf. Bitte? Beruf. Das heißt nicht Beruf, das heißt Vorname. Da sind uns verschieden. Anton, Toni, liebe Jungen, Dickerschen, Leckerschen. Oh, ich habe mal ein Braut gehabt. Die hat Schnüggelchen für mich. Das interessiert mich nicht. Aber mich, an den Vornamen kenne ich Sie doch nicht. Ich will wissen, was Sie sind. Ein Mann in den besten Jahren. Wildchen! Hey, das sagt er. Hören Sie, ich will wissen, von was Sie leben. Essen und Trinken. Mann, 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 Sie machen mich noch verrückt. Glauben Sie, dass ich das schaffe? Bei Ihnen verliert man noch die letzten Haare. Haben Sie aber nicht viel Arbeit. Hören Sie nicht, Sie sollen mir sagen, was Sie tun. Naja, am liebsten ja nichts. Ich habe festgestellt, dass bei der Arbeit die meiste Zeit vertrödelt wird. Das ist zum Auswachsen mit Ihnen. Ja, ja, kann. Ihrem Aussehen nach sind Sie Landwirt. Oh nein, ich bin Schwannereibesitzer. Darf ich Ihnen mal meine Visitenkarte zeigen? Komm mal rein. Nehmen Sie Kiste, bring mal hier. Ja. Das ist eine Schweinerei. Ja klar, das sehen Sie den Felix für einen Rollmops an. He? Ich lasse Sie mit Ihrem Ferkel abführen. Essen Sie nicht gerne Spanferkel? Ich bin im Dienst. Sollen Sie auch zu Hause essen? Ach. Sagen Sie mir Ihre Adresse, dann schicke ich Ihnen eins im Kuvert. Nicht gepfiffen. Der war noch drin, den.
locker dahin. Wer hat denn den Käse zum Bahnhof gerollt? Hier wird doch nicht gesungen. Immerhin wissen Sie, was der gekriegt hat, der Käse am Bahnhof gerollt hat? Nein. Oh, ich weiß es. Was denn? Stinkige Finger. Ging das Glas weg? Das Glas weg? Oh, Sie haben eine Falte in der Pupille. Herr Krause, was machen Sie denn mit der Schreiberei voran? Das ist der Hans Lindner ja früher zu Hause wie ich. Wer sagt Ihnen denn, dass Lindner freikommt? Oh, bitte, das habe ich angeordnet. Sie? Ja, ja, ich habe 5.000 Mark Kaution für den Jungen hinterlegt. Ach, nee. Glaubst du nicht? Ruf mal an, 20 sitze ich ein. Jetzt ist aber Schluss! Oh ja, verdammt, kommen Sie zu uns nach Hause, tun wir einen Schmettern. Scheren sich zum Teufel! Auf welchem Zimmer sitzt der? Also raus oder? Ja, oder rein, ne? Ist schon gut, Herr Krause. Gehen wir raus. Leben Sie wohl, Herr Krause. Herr Krause, grüßen Sie mir Ihr Weib zu Hause. August Krause, ciao. Solcher Kerl ist mir in meiner ganzen Praxis noch nicht begegnet. Verzeihen Sie, wenn ich so unaufgefordert eintrete, aber ich wurde soeben von einem ehemaligen Untergebenen belästigt. Haben Sie das gehört? Der Lümmel hat für mich Pflege. Der hat Pflege gesagt. Gehen Sie mal 2 Minuten raus, ja? Dadurch den für Sie vernehmen, ist der Fall erledigt, ja? Herr Kommissar, ich verlange von Ihnen, dass dieser Mensch entfernt wird. Das ist meine Sache. Bravo, Aue. Raus! Seien Sie. Herr Krause, bitte, das darf doch nicht wahr sein, wie der Lümmel lacht. Wie der mich angrenzt. Herr Krause, bitte, was kostet das, wenn ich den zerschlage, bitte? Sie sollen mich hier allein lassen. Den Preis kriegen Sie nie wieder für den. Schluss jetzt! Tja, dann müssen Sie verschleudern. Lass ihn aus, ja. Aber Sie alle, ich warne Sie. Ich warne Sie, der denn ganz hinterlistiger Bursche, der Kerl. Ach, Sie Proletenseele. Proletenseele? Gib doch! Hallo! Hallo, was ist denn los? Was ist? Ob hier ein Verrückter ist? Alles wird verlangt, ja. Entschuldigen Sie, Herr Krause. Der Lümmel hat mir die Krücke geklaut. Raus jetzt. Ich bitte um Entschuldigung, Herr Krause. Ich bin ein bisschen nervös geworden. Das kann man wohl sagen. Aber das geht vorbei. Jetzt bitte bitte. Ich bin. Also. Ja, gut. Wiedersehen, Herr Krause. Wiedersehen. Alles Gute. Wiedersehen, Herr Krause. Raus. Bitte geben Sie mir die Hand, dass alles in Ordnung ist. Ich gehe sofort. Herr Krause. Raus. Kräuselchen. Augustchen. Dankeschön. Junge, du hast ja geliebt, dass der Herr Krause so wachsam ist, du. Aber das ist ja nicht schlimm, du musst ja doch da raus, ne? Egon,
Durch diese hohle Gasse musst du kommen. Draußen vor der Tür steht für dich schon das Osterhäschen. Mit so einem Knüppel. Egon! Egon! Oh, Egon, Egon, Egon! Ich hab ja so viel Liebe für dich. Kirschner, nicht wahr? Jawohl, Herr Kommissar, Ihrer Aufforderung voll geleistet. Darf ich um Ihre Papiere bitten, Herr Kirschner? Natürlich, Herr Kommissar, ich komme jedoch auf diese ganze Angelegenheit. Oh, deine Haare! Ist denn kein Aufseher draußen? Nein, aber ich werde dich ein Bier holen. Dass man solchen Menschen frei herumlaufen lässt. Oh, er ist harmloser als manch anderer, Herr Kirschner. So, nun bitte ich Sie, meine Fragen klipp und klar zu beantworten. Umso schneller sind wir davon befreit. In was für einem Verhältnis stehen Sie zu Lindner? Wir taten eine Zeit lang zusammen Wehrdienst. Und aus dieser Kameradschaft entstand Ihr späterer freundschaftlicher Umgang? Na, das ist wohl etwas zu viel gesagt, Herr Kommissar. Sie standen auch in keinem gemeinschaftlichen Arbeitsverhältnis zu ihm? Doch, doch, ja, vorübergehend. Ich machte ihm einmal einige Zeichnungen, welche er zu einer Patentanmeldung gebrauchen wollte, aber ich glaube, er hat diese Sache wieder fallen lassen. Aha. Gistmacher. Nichts, kein Grund zur Beunruhigung. Nein, nein, hier tue ich ihm nichts. Raus, raus. Herr Krause, ich wollte Ihnen nur sagen, Sie sollen ihn sich noch mal ansehen, ja. Es wird vielleicht das letzte Mal sein. Haben Sie schon mal was von Gulasch gehört? Übrigens, wenn Sie mich dringend brauchen, ich bin nebenan im Kino. Läuft ein ganz neuer Film, ist frisch rausgekommen. In der Hauptrolle Egon Kirschner. Wissen Sie, der Film heißt? Ein Sarg kommt aus Bangkok. Herr Kirschner, es handelt sich natürlich nicht um den Motor, wie Lindner behauptet. Natürlich nicht, Herr Kommissar. Ich war bereits gestern über seine Behauptung sehr erstaunt. Mhm. Diese Zeichnung war es wohl nicht, Herr Kirschner. Bitte sehr, Herr Kommissar, das ist etwas ganz, ganz anderes. Aha. Oh, Verzeihung, jetzt müssen Sie sich beschmutzt haben. Zeichnung muss irgendwie beschmiert worden sein. Naja, das macht ja nichts. Eine Blutvergiftung, das wollte ich gleich geben. Ich hatte nämlich gestern das Unglück, mich am Daumen zu verletzen. Das geht ja vorüber. Aber natürlich, ja. Herr Kirschner, was dachten Sie eigentlich, als Sie von dem Diebstahl erfuhren? Tja, Herr Kommissar, wenn ich da die Wahrheit sagen soll, und an sich bin ich ja dazu hier. Wissen Sie, so viel durch den sonderbaren Zufall der gleichzeitigen Anmeldung gleichartiger Patente, mein Verdacht sofort auf Lindner? Ganz meine Meinung. Kistenmacher! Herr Krause, entschuldige, ich habe ein Kreuzworträtsel. Ich suche ein Befehlswort mit 4 Buchstaben. Raus! Raus, das ist es! Herr Kirschner, fiel Ihnen bei Ihrem gestrigen Beisammensein mit Lindner nichts Besonderes an ihm auf? Doch. Ja, jetzt, wo Sie mich fragen, Herr Kommissar, er war äußerst nervös und gereizt. Und welches Ende nahm diese Unterredung? Ich habe mich dann verabschiedet, um die Zeichnungen zu holen, die ich einmal für ihn gemacht habe. Ich habe sie mitgebracht, Herr Kommissar, hier sind sie. Mhm. Na, ich verstehe nicht viel von solchen Zeichnungen. Aber ich sehe doch, dass dies kein Motor sein kann. Natürlich nicht. Ich darf Sie wohl zum Akten nehmen. Ja? Sprach denn niemals seine Schwester Anne von der Erfindung, die er gemacht haben wollte? Aber Herr Kommissar, ich bitte Sie, das Mädchen, das ist auf meinem Büro beschäftigt und meinen Untergebenen gegenüber wahre ich strengste Zurückhaltung in jeder Beziehung. Ich verstehe Sie vollkommen. Sehen Sie nun, wie schnell wir zu Ende gekommen sind. Ich danke Ihnen, Herr Kirschner. Bitte sehr, Herr Kommissar. Man muss der Gerechtigkeit helfen, soweit es in unseren schwachen Kräften steht. Sollten Sie mich nur irgendwie benötigen, stehe ich natürlich zu jeder Zeit zur Verfügung. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Verzeihen Sie, Herr Kommissar, durfte ich vielleicht diese Tür da benutzen? Ach so, wegen diesem Kistenmacher. Bitte von mir aus. Wissen Sie, es ist keine Feigheit, aber ich meine, solchen Proleten geht man am besten aus dem Wege. Kistenmacher!
gerade auch zu spät gemerkt. Unverbesserlicher Kerl, dieser Kistenmacher. So. Donnerwetter. Auch der größte Gauner macht mal eine Dummheit. Hallo, Zentrale, Bittabteilung 3. Hallo, Roger, hier Krause. Der Altgeselle Lindner kann sofort auf freien Fuß gesetzt werden. Was? Bereits geschehen? Ach so, Kaution. Nein, danke, auch so gut. Hat dieser Schweinezüchter doch nicht gekult. Herein. Na, Herr Lindner? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Sie haben mir gestern verschiedene Papiere abgenommen und die möchte ich jetzt gerne wiederhaben. Sie brauchen keine Angst zu haben von wegen Flucht oder so etwas Ähnliches. Ja, Sie sind doch frei. Ja, ja, ich weiß, bis zur Verhandlung. Mein Freund Anton Kistenmacher hat ja für mich gut gesagt. Ja, das allerdings auch. Und es freut mich, dass Sie das Jubiläumsfest im Kreise Ihrer Familie jetzt feiern können. Ob das nun so die reinste Freude ist, das weiß ich auch nicht. Aber sehen Sie mal, ich will wenigstens versuchen, Sie den anderen nicht zu verderben. Der Verdacht liegt nun mal auf mir und das lässt mich nicht froh werden, ob ich frei bin oder nicht. Seien Sie ohne Sorge, mein lieber Lindner. Vielleicht gelingt es mir, bis zum heutigen Abend Ihre volle Unschuld zu beweisen. Ja, wie wollen Sie das denn machen, Herr Kommissar? Kennen Sie diese Zeichnung wieder? Nein, die habe ich nie gesehen. Kirchner behauptet, sie eins für Sie angefertigt zu haben. Das lügt er doch, der Schuft, wie alles lügt. Lassen Sie ihn, Lindner. Er hat sich schon so in seinen Lügen verstrickt und mag er noch so geregelt sein. Ich komme ihm schon bei. Entsinnen Sie sich denn gar nicht, ihn gestern mal allein im Zimmer gelassen zu haben? Ja, doch, doch. Als ich meine Skizzen aus der Werkstatt holte. Ja, aber das war nur ein ganz kurzer Moment. Und außerdem, als ich zurückkam, war auch meine Schwester Elle bei ihm. Und doch muss er diesen kurzen Moment benutzt haben, um die Zeichnungen im Zimmer zu verstecken. Ja, woher vermuten Sie? Er hat vielleicht meine Schwester Elle da... Nein, nein. Aber betrachten Sie einmal diesen Daumenabdruck. Ja, das sieht genauso aus, als hätte jemand am Daumen geblutet, als er die Zeichnung an... Mhm. Und Kirchner, ich erinnere mich, Herr Kommissar... Gestern während unserer Unterhaltung stieß er ein Glas so heftig auf den Tisch, dass es zerbrach und dabei hat er sich am Daumen verletzt. Sehen Sie, und ich habe durch einen zweiten Abdruck einwandfrei festgestellt, dass Kirchner und kein anderer die gestohlenen Zeichnungen in der Hand gehabt. Dann wäre ich also frei, Herr Kommissar. Sie sind frei, mein lieber Lindner, aber bitte hüten Sie unser Geheimnis, sonst geht der Vogel fliegen nicht den Haftbefehl. Natürlich, ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Hallo, ich habe mein Schwein vergessen. Ach, guck mal an, hier bist du. Beim Aulus-Hengst. Und ich stehe unten auf der Straße und denke, du kennst mal endlich hier raus. Also du, Anton, was du heute für mich getan hast, das werde ich dir nie vergessen, Anton. Mach doch keine Quatsch, ist doch Unsinn. Und wie sind wir denn Freunde? Vor allen Dingen, wo habe ich denn Geld, wenn ich dich damit helfen kann? Du, aber der richtig dicke, große Freude hast du erst, wenn man nach Hause kommt. Nein, Anton, eine größere Freude gibt es heute für mich nicht mehr. Du, Anton, die größte Freude hat mir heute der Herr Kommissar gemacht. Aulus! Ist das wahr? Komm her, das Land ist ein Freund, wir haben eine Brüderschaft drin. Lasst euch, ich kenne den doch schon lange. Aulus, was passiert mit der Proletenseele Kirchner? Der Gauner bekommt seine Strafe. Nein, kommt der in der Potten? Ins Pöttchen, er kommt ins Klingelpüttchen. Und das macht der liebe kleine Aulus? Der kleine Bietel Aulus? Nein, 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 nein. Und der Aulus saß und der Schwein der Hals. Und schlecht. Aulus, Mami! Ich bin auf den Bauch gefallen! Tja, sag mal, Luischen, was soll denn das? Du hast ja dem Schubert schon wieder 25 Pfennig zu viel aufgeschrieben. Ja, sag mal, wo bleibt denn da deine feine französische Pensionsbildung, die mich so plötzlich viel Geld gekostet hat? Aber Mami, hör doch endlich auf, dich über jede Lappalie aufzuregen. Lappalie, erlaube mal, Luischen. Mit jedem Pfennig muss deine arme Mami rechnen. Wo jetzt der Herr Senator auch noch anfängt zu handeln. Aber Mami, wegen dieser lumpigen 2000 Mark, die er weniger gezahlt hat, überhaupt noch ein Wort zu verlieren. Du solltest froh sein, dass diese alte Spelunke endlich verkauft ist. Spelunke, Luischen, was soll denn nun schon wieder dieser Ausdruck? Weinen könnte deine arme Mami, wenn sie daran denkt, dass sie hier raus soll. 50 Jahre lang
habe ich nun hier den Schmiedehammer klingen gehört und bin so glücklich mit deinem seligen Papi. Also bitte, Mami, werde nicht sentimental. Oh, ist doch wahr. Och, und wenn deine Papi wüsste, dass der Herr Senator mir noch 2000 Mark abzieht, wo man Geld so überall fehlen tut. Ah, ihr zwei Hundtreiber, komm doch auch noch mal endlich nach Hause, ja? Gottes Willen, Anne, die Großmutter hat schlechte Laune, weil sie Lohn auszahlen muss. Tante, sei bitte nicht böse. Ich war mit keinem Menschen ein Geschenk, sondern zum Jubiläum einkaufen. Was soll denn das? Alles habe ich mit meinem armen Luisin alleine machen müssen, wo deine Bruder, der Hans, mir die Zicken macht. Bitte, Tante, vergiss nicht, dass Hans nun wirklich nichts für sein Unglück kann. Bist du schon wieder beleidigt, Prinzess Marzipan? Tante, ich bin nicht beleidigt. Mir tut es nur so leid, dass du immer so egoistisch bist und gar kein Mitgefühl für andere hast. Luischen, hast du das jetzt gehört? Jawohl. Ja, was ich mir also sagen lassen muss für 80 Mark Pensionat im Monat. Ja, Licht, Heizung, frische Luft und alles. Das kommt eben davon, Mami, dass die Herren die Enne also umschwärmen. Wie zum Beispiel dieser Onkel Kistenmacher. Warum soll Onkel Kistenmacher auf dich nicht leiden? Halt deinen Mund, du freche Zähne. Na, Karlemann, geh raus, hol die Gesellen. Kriegen die ihre Lohn? Ja. Reinkommen, reinkommen! Also, dass dieses Kind immer so ordinär laut schreien muss. Ach, Kind, die längste Zeit hat es doch gedauert. Wenn die Marie jetzt der Frau Kistenmacher wird, dann nimmt sie der kleine Karlemann sowieso mit. Also, ich finde es einfach empörend, Mami. Marie bekommt doch noch einen Mann zum Jubiläum. Und ich muss zum Gespött meiner lieben Freundin herumlaufen, weil du überall erzählt hast, dass mich der Herrnchen Kirschner heiraten wird. Ja, was soll denn das? Immer wenn der Kirschner ein anständiger Mensch ist, dann heiratet er dich auch, wo das mit dem Hans passiert ist. Sag du, ist er aber eine Filou und macht sie eine Zurückzieher? Ach, dann tut es mir nur leid für das schöne Essen, was ich dem Kerl gegeben habe. Damit als meine Schwiegersohn mal ein bisschen mehr Speck auf die Rippen kriegt. Also du bist einfach unausstehlich, Mami. Komm rein, Jungs, die Rosenblätter ist selber aus. Stimmt, sei doch noch gut, Herr Bengel, wieder. Natürlich stimmt das. Oder wollt ihr vielleicht warten, bis euer Altgeselle wiederkommt? Und damit ihr Bescheid wisst, ich habe die Schlösserei verkauft. Was der neue Besitzer mit euch hat, das weiß ich nicht. Jedenfalls bekommt er heute über 8 Tage von mir der letzte Lohn. Feines Jubiläum, oder? In Anbetracht der Schande, die mir mein Altgesell gemacht hat, wird natürlich nichts aus dem Jubiläumsfest. Aber ich bin großzügig. Sie ist großzügig. Jüngste Welt in uns doch. Ihr bekommt jeder von mir als Gratifikation 5 Mark. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Bitte schön. Da, Meisterin, haben Sie von uns noch 5 Mark dabei? Was? Da können Sie sich einen antrinken auf Ihre Geizigkeit. So eine freche Kerl ist mir ja noch nicht vorgekommen. Jetzt will ich doch mal was sagen. Jetzt kriegst du ja nichts. Nehme ich dein 5 Mark auch noch, habe ich was verdient. So, hier sind eure Lohntüten. Werner, Karl, Peter, Fritz. Ja, Jungs, das stimmt aber nicht. Was heißt, stimmt nicht? Ja, meint ihr denn vielleicht, ich würde euch eure Faulenzerei auch noch bezahlen? Ich habe euch nämlich die 5 Minuten, die ihr gestern zu früh aufgehört habt, abgezogen. Nee, das können wir mal nicht. Hey. Ja, danke, Werner. Aber sag mal, was ist denn hier los? Was habt ihr denn mit der Meisterin vor? Unser Lohn, stimmt doch nicht! Ja, nur schreit doch mal nicht so, als wollt ihr hier die ganze Bude zusammenschlagen. Wenn sich meine Tante geirrt hat, bin ich ja wieder da, um das richtig zu stellen. Oder seid ihr bei mir schon mal zu kurz gekommen? Ja. Ach, warte, im Gegenteil. Na, seht ihr. Wo ist die Liste, Tante? Was denn Liste? Wenn ich sage, stimmt, dann stimmt es. Dafür bin ich Meisterin. Und ich bin ihr Altgeselle, also blamier mich nicht. Heute warst du aber nicht mein Altgeselle. Und da habe ich mit meinem armen Luisin alles alleine gemacht. Oder sollten wir dem Herrn Altgesellen etwa die Lohnliste ins Untersuchungsgefängnis bringen? Also, komm. Also Werner, übernimm dich nicht. Das verstehst du nicht. Das ist vornehme französische Pensionsbildung. Ach so. Yeah. Also meine Tante weigert sich, die Liste rauszugeben. Das beweist mir, dass ihr im Recht seid. Ich als euer Altgeselle stehe euch dafür gerade, dass ihr euer Geld auf Heller und Pfennig bekommt. Ist das gut? Okay. Ja. Schön, habt ihr 1 Stunde Zeit? Ja, sicher. Dann besorge ich es euch. Verlasst euch drauf. Ich komme in der Stunde wieder. Tschüss, Tante. Ja. So, bekomme ich jetzt die Liste oder nicht? Nein, du bekommst die Liste nicht. Aber Mami, so gib's ihm doch.
Mit so etwas wirst du ja doch nicht fertig. Aber ich mit sowas wie du bist. Einen Tag ist man hier und schon werden die Burschen rebellisch, die sonst für mich durchs Feuer gehen. Dann hättest du ihm dafür sorgen müssen, dass man dich nicht einen Tag an anderer Stelle festgehalten hat. Please, be still. Ach, raus, komm raus. Aber ganz schnell, los. Zack, zack, bist du nicht oben auf deiner vornehmen Privatetagere. Zack, zack, bist du nicht weg. Nun ja, die längste Zeit hat das ja wohl gedauert. Ja, sag mal, was soll denn das? Wie gehst du mir denn hier mit meinem Luischen um? Luischen? Steck doch dein Angora-Kaninchen meinetwegen in Glaskasten. Oh Gott. Aber du, Tante, wenn dir dein Töchterlein lieb ist, dann sorge dafür, dass sie sich hier unten nicht mehr blicken lässt, ja? Das kannst du ihr doch gar nicht übernehmen, dass sie böse mit dir ist. Denn wegen deiner dummen Sachen, da zieht sich schließlich noch der Herr Ingenieur Kirschner zurück. Na ja, dafür werden die Herren schon sorgen, dass der in Zurückgezogenheit einige Zeit über seine Gemeinheiten nachdenken kann. Ja, sag mal, wie meinst du das denn schon wieder? Das meine ich. Ach du, ja, was ist denn los? Ja, komm, geh du mal. Oma, der Kirschner kommt ins Loch! Was? Also sei nicht so frech, sonst haust du ein paar runter. Komm, sei nicht frech, Karl. Geh mal schnell rauf zur Enne, ja? Aber nichts verraten. Ich, Oma, der Kirschner kommt ins Loch! Der Kirschner kommt ins Loch! Ach, du bist der Kirschner kommt ins Loch! Ja, sag mal, Junge, du wirst mir doch wohl nicht der Herr Ingenieur Kirschner. Verdächtig. Nö, ich bin doch nicht so wie der. Weißt du, Tante, ich kann warten. Der läuft sich von ganz alleine fest. Nee, nee. So was hat nun auf meiner noblen Privatetagere Jänsebrust und Pralinen gefressen. Das kannst du doch wohl ganz allein deinem überkandidelten Töchterchen da oben verdanken. So, und jetzt wärst du erstmal wieder vernünftig und genießbar, Tante. Pass mal Mama, unterlass das, ich liebe das nicht. Ja, hör mal, so bist du nicht mit Senf zu verdauen, Tante. Also bitte, tu mir doch den einen großen Gefallen. Bitte, gib mir die Liste. Nein, du bekommst die Liste nicht. Gib die Liste, Tante! Ja, bitte! Aber Freundchen, das sage ich dir, das bleibt so, wie ich da ausgerechnet habe. Ja, aber hör mal, was ist das denn für ein Quatsch? Was? Ja, warum ist denn gestern nicht die volle Stundenzahl angerechnet worden? Ja, weil der Herr Altgeselle die Faulenzer nicht hat voll arbeiten lassen. Ist doch einfach. Und das ist Blödsinn. Oben schmeißt das Geld zum Fenster raus und hier unten, wo es sauer verdient wird, da blamierst du dich wegen so ein paar lumpiger Groschen. Und ich zahle nicht mehr, wie ich da aufgeschrieben habe. Gerade weil er mich gestern vor den Kadetten so blamiert hat. Na ja, gut, dann bezahle ich es eben selber. Oh Gott, er will die Leute bezahlen. Hat keinen Pfennig Geld, aber er macht das. Er macht das aus der linken Westentasche. Woher der das Geld nehmen will, weiß ich nicht. Aber er bezahlt. Er bezahlt. Danke. Ich möchte mal wissen, woher der das Geld. Fertig mit Fliegen fangen. Ach, sag mal, willst du mir vielleicht hier unten auch noch Vorschriften machen? Nein, aber das hier ist Oberquatsch. 5 Mark Gratifikation für jeden Gesell. Das hatte ich angeordnet. Da bist du schmutzig, geizig, Tante. Aber jetzt pass mal auf, guck hier mal ganz schön her. Nein, ich gucke nicht hin. Dann guck weg. Ich male jetzt vor jede 5 eine 1 und hinter jede 5 eine 0. Hörst du mir die Malerei auf? Ja, wie ist der Fritz, Ja, das sind ja 600 Mark. Hey, kannst du schnell rechnen, Tante? Gott sei Dank. Ja, deine vornehme Luise fragt ja auch nicht danach, was es kostet, wenn euer nobler Gauner da oben zu Besuch ist. Vielleicht. Jetzt wollen wir hier mal... Hilf mir! Mein Geld, hast du nichts dran zu suchen. Also ich bezahle nicht mehr, die ich da aufgeschrieben habe. Und damit passt er. So. Und damit du Bescheid weißt, du kannst dich auch sofort um eine andere Stelle umsehen. Vor einer Stunde habe ich die Schlosserei an den Herrn Senator verkauft. So, da gehst du dran kaputt. Also doch. Na, komm ich über den Hund, komm ich über den Schwanz. Verdammter Mist, kann ich alles wieder neu rechnen. Stimmt von vorne bis hinten. Hier kommt eine 7. Ach, Hans, ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Kallmann hat es mir gesagt. Ja? Ach, ich hätte eben diesen Schuft, diesen Kirchner nicht glauben sollen. Manchmal, wenn er so hastig nach den Kopien griff, dann kam mir ja schon der Verdacht, dass es nicht nur das Interesse an deiner Arbeit war. Ja, hör mal, von welchen Kopien sprichst du da? Ja, von den Kopien von deinen Zeichnungen, die ich für ihn machen musste. Wie, Anne, das hast du getan? Ja, aber er hat doch immer gesagt, dass er dir nur helfen will und dass er nur vergleichen will, ob du auch alles richtig hast. Ja, wie, und das hast du ihm geglaubt? Ja, Hans, das habe ich geglaubt. Aber wenn du heute nicht gekommen wärst, ich wäre bestimmt zu Kommissar Krause zurückgegangen und hätte ihm alles gesagt. Sag mal, Anne. Hast du gewusst, dass er hier im Zimmer die Zeichnung versteckt hatte? Nein. Gut, ich glaub dir, Anne. So, und jetzt
Schwamm drüber, denn du weißt, gleich kommen die anderen. Die Gesellen, die Marie und der Onkel Kistenmacher, die wollen alle zusammen mit uns feiern, ja? Kommst du mich hoch? Nee, also da kriege ich keine 10 Pferde drauf, das weißt du ja. So, kann ich alles wieder neu rechnen, das ist für euch beiden. Also Schwamperei! Komm mal rein, du dummes Luder, dann mach voran, komm. Ja, Männchen, ich wollte wegen dir da draußen kalte Beine holen, weil du zu bang bist, reinzukommen, ne? Ach, Anton, heute ist es mir noch ängstlicher ums Herz als gestern. Mach doch keine Quatsch mehr, wie eine Korb kannst du doch nicht kriegen, ne? Ja schon, aber dann wären wir doch die ganze Jubiläumsfreude verdorben. Wieso? Gerade jetzt, Anton, wo ich doch tatsächlich in eine hüttere Gehaltsklasse kommen will. Ach, da bist du armer Kerl, jetzt bang, dass du das Geld allein nicht platt schlagen kannst. Mach keine Quatsch, wenn die Enne nicht will, soll es sein lassen. Andere Mütter haben auch noch hübsche Töchter. Oh ja? Wieso? Ja. Frau Enne hat doch ja keine Mutter. Wer hat keine Mutter? Frau Enne. Enne hat keine Mutter, du Jeck. Wie wärst du denn auf die Welt gekommen, du? Warum haben wir schon gekocht? Anton, du hast vielleicht gut reden. Wieso? Ja, du bist eben eine realistische Natur. Was bin ich? Eine realistische Natur. Du, ich guck gerade im Lexikon nach. Wenn du was hier meinst, ist der Christus von mir. Kannst du mir nicht sagen, was du willst. Sieh mal, Anton, ich hatte mal so schön ausgemalt, beim Jubiläumsfest mit einer lieben Braut an der Festtafel zu sitzen. Ja. Und jetzt ist noch nicht mal eine Festtafel aufgebaut. Aber klar ist eine Festtafel aufgebaut. Das ist doch meine Überraschung. Anton. Oder meinst du vielleicht, ich wollte nicht mit der liebenden Braut unter der Festtafel liegen, du? Sitzen, Anton, sitzen doch nicht liegen. Nee, mein Junge, wie ich mich kenne, liege ich. Bei meiner ersten Verlobung war ich so blau, ich bin bis zur Hochzeit nicht nüchtern geworden. Na ja, wenn sich das die Marie nur gefallen lässt. Ach, die muss mitsaufen, da bring ich dabei, du. Überhaupt, Anton, was? Hast du die Marie schon gefragt, ob sie dich mag? Ja klar, dann bin ich daher gekommen. So. Nee, Moment, das weiß ich ja noch gar nicht. Das wäre mein Geschäft, wenn ich so aus wie ein Schwein im Stich gelassen hätte. Und die Marie, die wollte mich ja nicht, du. Das darf doch... Oh. Nein, du kommst gerade richtig. Liebst dich da aus hier. Danke. Mensch, hör mal, doch nicht bange, sie ist ja da. Mach voran, da also. Oh, Anton. Das ist nicht so ängstlich sein. Die Mädchen haben das ja nicht couragiert. Ran wie der Hektor an die Frikadellen, du, ja. Enne, der Hermann hatte was zu sagen. Mach sie nicht zu schwer, ja. Guck mal, schreibt sich, da liegt sicher was, du. Mensch, geh doch ran, packen, kriegen, umarmen, Kopf, Kuss und... Mensch, du bist nicht nur blöd, du bist ja schön doof. Vollende. Der Anton Kistenmacher, der hat gesagt... Herr Fritsch, ich weiß, was Sie mir zu sagen haben. So? Ist aber sonderbar. Aber bitte sind Sie mir nicht böse. Nee. Wenn ich Ihnen heute Nein sage. Ja. Was, nein? Das ist aber sonderbar. Wenn Sie vor einem Jahr gekommen wären, dann hätte ich ja vielleicht noch Ja gesagt. Heute nicht? Das ist aber sonderbar. Gerade jetzt, wo ich doch tatsächlich in eine hüttere Gehaltsklasse gekommen bin. Geld allein macht doch nicht glücklich, wenn dabei die große Liebe fehlt. Ja, aber vielleicht wäre die doch noch gekommen. Vollende, ich bin in allem so bescheiden erzogen. Und in Anbetracht, dass ich jetzt tatsächlich in eine hüttere Gehaltsklasse gekommen bin. Schließen wir heute eine gute Freundschaft, ja? Ja. Hermann. Enne. Und wenn du dann noch mal in einem Jahr kommen willst? In einem Jahr? Ja. Och, Enne, dann bin ich vielleicht wieder in eine hüttere Gehaltsklasse gekommen. Hoppla! Ich störe wohl lebende Bilder, was? Ach, Marie, ich bin so glücklich. Sehen Sie, Herr Fritsche, mit ein bisschen Mut geht alles. Ja, der Fräulein Enne, der Enne. Ja, oh. Wir sagen nämlich jetzt du füreinander. Die hat gesagt, ich soll es noch mal in einem Jahr versuchen. In einem Jahr? Oh, Herr Fritschi, da müssen Sie sich der Kommunion sein Zug aber noch mal wenden lassen. Nee, das geht nicht. Nee? Der ist schon mal gewendet. Hallo, Marie. Ach, da ist ja der glückliche Unglücksrabe. Der Hans. Mein herzlichen Glückwunsch, Hans. Danke, Hermann.
da. So, und jetzt möchte ich nicht länger stören. Ja, aber Quatsch, du störst und ich bleib doch mal hier, Hermann. Aber sag mal, seid ihr zwei euch immer noch nicht einig? Komm, lass dir noch etwas Zeit, ja? Und du, Enne, tu mir mal einen großen Gefallen und geh mal ganz schnell rauf mit dem Hermann auf die gute Stube. Da sitzt der kleine Karlemann und hat noch ganz viel Arbeit für euch, ja? Komm, Sie, Hermann, wir müssen unserem großen Bruder Sprach folgen. Ja, du, Hans, Hans, ich bin jetzt tatsächlich in... Du komm doch schon, Hermann. Hütrige Halsplatz, komm. Ja, und wir zwei, Marie? Ich denk, du wolltest mir was sagen. Ja, ja, das wollte ich auch. Dann sag auch. Ja, pass mal auf, Marie. Ja? Du und ich. Du und ich? Und ich und du. Und ich und du. Und wir zwei. Wir zwei. Und der kleine Karlemann. Oh, und der kleine Karlemann. Ja, und wir alle drei. Wir alle drei, sag es doch, Hans. Bitte, bitte, sag es doch. Ja, wir müssen auch noch ein Jahr warten, Marie. Ja, sieh mal, meine Tante hat doch die Schlosserei verkauft und jetzt habe ich doch keine Arbeit. Ja, und somit gar nichts können wir doch auch nicht zum Standesamt gehen. Oh, nun guck mich doch nicht so an, Marie. Ich kann nicht anders gucken. Ja, aber sieh mal, es ist doch so furchtbar schwer, wenn man sich so von Herzen lieb hat. Ja, und ist so eine liebe, jute, jallige Jung wie du. Ach, der Hans hat einen Braut. Sie muss mir vorstellen, das ist lieb. Hans, gestatte mal, dass du mich... Oh. Ah! Nein, Marie, du ungetreues Stück Möbel. Du betrügst mich schon vor der Verlobung. Ja, was soll das? Soll das denn nach der Hochzeit werden, ne? Ach, Onkel, Kiste machen. Was ist? Ich konnte dich doch ja nicht heiraten. Entschuldigung, Mama, ich schätze aus, wenn ich Schweine im Stich gelassen. Doch nicht wegen mir. Nur wegen dir, weil sie alle beschmust haben, was du für lecker Paketchen wirst. Ne? Onkel Kistemacher, bin ich das denn? Nein, das ist eine gemeine Boa Constrictor. Was bin ich? Eine Boa Constrictor. Was ist das? Afrikanische Wasserschlange. Onkel Kistemacher, komm, sei wieder gut. Ja, bitte, bitte, bitte. Sei ich hasse doch, das. Sei doch wieder gut. Was bitte, das? Bitte, ich bitte, werde bitte, 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 bitte. Hans, guck mal da, komm hin. Junge, eine Kiste machen. Jetzt sind wir aber quitt. Ja, dann bist du, bin ich da vorbeigekommen, ja? Ich habe also, ich hab dir direkt gesagt, deine Marie und meine Marie ist wie ein und dieselbe Marie. Ach so, hast du das gemeint? Wolltest du mir ein Kompaniegeschäft anfangen, was? Gib mir ein Feigert, bin ich ein Fleisch aus dem Soda und gemorgen. Ach, Quatsch. Bleib schön hier. Nein, nein, nein. Ja? Herein. Oh. Was ist denn hier? Oh, was ist? Bitte, ich will nicht zum Jubiläum haben. Bitte, gib mir zum Spielen. Ja. Komm also, tu mir den einen Gefallen. Bleib ganz ruhig da sitzen jetzt. So schön. Da glänzt er. Ich wusste gar nicht, dass die schon wieder raus sind. Ach, das haben Sie nicht gewusst. Sonst wären Sie sicher nicht gekommen. Aber Sie wollten doch höchstwahrscheinlich nach oben auf die noble Privatetage. Raus! Hans, oh nein, Hans, du bist gemein. Symbol dieses Klavieres, Kreuzfarben. Och nein. Nein, komm, also Anton, oben hast du gar nichts verloren, bleib schön hier unten. Ja, ja und? Ja, hier kannst du machen, was du willst. Aber wenn du runterkommst, reiß es auseinander. Aber jawohl, hier. Das gut. Heißt, der Kleine ist hier sitzen, erwartet, bis der kommt. Der Bursche, der soll mein Leben. Er kommt, die Treppe herunter. Jetzt ist es was. Wie sieht aus? Ja, bist du denn wahnsinnig? Was kostümierst du dich? Wir haben ja noch keine Rosenmontag. Ach, Onkel Kistemacher, ich bin doch ja kein Junge. Ich bin doch bloß ein Mädchen. Mich haben sie im Himmel aus dem falschen Töpfchen genommen. Nur weil heute Jubiläum ist, muss ich das blöde Kleid hier anziehen. Ich weiß doch ja nicht, Karl. Und meine Scheiße bloß Carolinchen, wie meine Tante. Ist das... Du bist ja kein Junge, du bist ein Mädchen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist aber nett. Ich wäre auch viel lieber eine Junge geworden. Aber Onkel Kistemacher, ich muss ganz dringend mit dir reden. Ja, was hast du denn? Unbedingt 5 Mark. Oh, wofür brauchst du denn 5 Mark? Sag ich denn, ich brauche ja trotzdem.
Fahrzeug. Nein, nein, also so geht das ja nicht. Also, das kommt nicht in Frage für den Markt. Hier magst du uns auch noch, bitte. Du sollst nicht so raffiniert handeln, verstehst du? Nein, Mark, wenn ich groß bin, kriegst du sie wieder. Nicht 3 Mark auch nicht, das kommt nicht in Frage. 2 Mark, 1 Mark oder 50 Pfennig. Also bevor du mir nicht sagst, wofür du das Geld brauchst, kriegst du keinen Pfennig von mir, so. Dann muss ich dir ja wohl sagen. Das meine ich aber auch. Hm? Ich wollte der Mama ein paar Blumen kaufen. Ach, du wolltest der Mama Blumen kaufen? Für 5 Mark? Aha. Komm her, da hast du 10 Mark, ja? Kauf die schönsten Rosen, die du finden kannst. Ein Gekissen, Mark, du bist doch das Beste. Du könntest es lass meine Papa sagen. Sag aber nicht so laut. Da kommen die schon. Oh, Jungs, bist du wieder nicht gekommen? Kommen Sie die Proleten, die Kirschner, oder? So ist es. Der ist raufgelaufen in die vornehme Privatetagere. Ich bin 4-händig. Ach, bleib bei mir und geh nicht fort. Ich weiß, dass er hier ist. Aufgepasst, falls der Vogel entmischen will. Ja, wer schafft ihn ins Pöttchen? Der August, der August. Mensch, das Herr. Kommt mit runter mit den Geschenken. Kinder, bleibt noch eine halbe Stunde hier, wir haben die große Überraschung nachher. Ja. Ja. Seht mal hier, stimmt das? Ah, jetzt los. Stimmt. Ja, stimmt. Peter, ja, stimmt. Werner, stimmt? Stimmt, wenn du sagst, stimmt. Dolf. Ah, da komm los. Ja. Oh. Komm, das ist für Werner. Fritz. Ach, hier. Da ist für alle was dabei. Komm. Danke, Marie. Das ist für dich ganz allein. Och, das war aber nicht nötig. Was ist das denn, Hermann? Ein Auto. Oh, danke. So, jetzt hatte ich eigentlich ein großes Fest vor, aber es tut mir furchtbar leid, aus diesem Fest kann nichts werden. Warum denn nicht? Ja, ich habe keine Festtafel, Anton. Und ja, wir sind nicht wundern. Guck mal in der Werkstatt, was da steht. Ob da keine Festtafel steht, ja? Oh! Danke, danke, Anton. Ist es von dir? Nee, vom Westdeutschen Rundfunk, ja. Aber es wird nicht nur eine Jubiläumsfeier, sondern gleichzeitig eine Abschiedsfeier. Ihr habt sicher schon gehört, meine Tante hat die Schlosserei verkauft und ob uns der neue Meister behalten wird. Natürlich, wenn du dich nicht selber rausschmeißt. Ja, wohl, wenn du dich nicht rausschmeißt. Bitte lies doch mal, ja? Komm, 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 lies mal. Tu mal, lies es. Ja, komm, bitte. Kaufvertrag zwischen Senator Niesen und Hans Lindner. Getätigt. Und ihr Deichschiff ist Onkel Kistenmacher, ne? Die Schlosserei der Frau Witwe Schumacher geht mit dem heutigen Tag mit sämtlichem Material an den Altgesellen Hans Lindner über und wird ja selber. Anton, sag mal, was soll das heißen? Dass du Meister geworden bist. Wenn du dann bleibst, ihr Meister, das ganze Material ist ja wieder hier. Ja. Anton, du bist feiner Kerl. Ja, ist schon gut, komm. Ach, Onkel. Ja? Onkel Kistenmacher, du bist doch der Beste. Na komm, hier deine Karre, Mann. Ja, das ist schön. Ach, Anna, das ist. Moment, die ist mir. Ach so, Entschuldigung. Habt ihr gehört, was ich geworden bin? Nein! Hans, jetzt bist du auch eine hüterige Halsklassikerin. Ja. Unser Onkel Kistenmacher soll leben. Ho, 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 ho! Ich mach keine Quatsch, wenn ich nach Hause komme, verkaufe ich meine Schweine mit 30% Aufschlag. Aber ich setze sie heute wieder raus. Achtung, Achtung, komm, der geht noch raus. Aus! Hier endet deine Freiheit, mein Sohn. Lassen Sie mich in Ruhe, ich folge dem Hans freiwillig. Oh, guck dir mal die schönen Armbänder an, die da noch rein. Und wenn Sie noch mal Lust haben sollten auszurücken, sehen Sie sich das Ding an. Oh, guck dir mal die Kaffeemühle an, was? Wo geht der Egon denn jetzt hin? Tütencreme. Tütencreme und Autoverbrecher. Servus, Egon, der gerichtete Verlobung. Diese Schande, Mann. Alle bekommen Sie jetzt einen Mann zum Jubiläum. Und ich? Komm her, Mensch! Du kriegst ihn der Fehler! Ah!
Herr, doch wird es uns bestimmt verzeihen, zwar immer, immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Wir sind alle kleine Sünderlein, zwar immer so, zwar immer so. Englein können wir im Himmel sein, zwar immer, immer so. Schon